So, wahrscheinlich, hoffentlich pünktlich. Wenn ihr das redet, ich gucke mal kurz auf. Oh, ja, bis das Ganze live bei euch gelandet ist. Es ist 19.45 Uhr, Leute. Das ist der erste Stream seit Ewigkeiten. Der erste Stream vielleicht überhaupt, der pünktlich startet. So, jetzt starten wir noch die richtige Playlist mit der richtigen Musik. Da waren wir nämlich gerade stehen geblieben. So, Leute, wir streamen eine Runde Craft Attack 4. Habe ich mir mal vorgenommen. Ich habe ja gesagt, ich möchte diese Woche auch nochmal streamen. Und das tun wir. Und herzlich willkommen an alle, die da sind. Hoffentlich ist auch Mika dabei. Dem habe ich mir vorhin geschrieben. Ey, yo, ich streame live. Hat er mir schon geantwortet? Nö. Oh, doch. So. Leute, wir sind hier am Start bei Craft Attack Nummer 4 im Livestream. Und ich bin mal gespannt, was heute abgeht, denn es ist wohl ein wenig Eskalation geplant. Ich muss mal ganz kurz gucken in meinen Task Manager. Ich habe 10 GB Arbeitsspeicher auslassen, weil ich habe leider nämlich nur noch 2 RAM-Riegel drin. Weil ich habe gestern meinen kompletten PC mit dem Schlapperpanda. Frommarsch! Das Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Dent Games! Danke fürs Resubscriben. Schön, dass du da unfähigen Community treu bleibst. Und schön, dass du da bist. War auf der Gamescom der mit dem Zertifikat. Kennst du mich? Ich habe keine Ahnung. Es waren viele Leute da mit dem Zertifikat. Den kann ich mich leider nicht dran an jeden Einzelnen erinnern. Und generell mein Erinnerungsvermögen ist immer so lala. Ich habe vorhin aufgenommen mit Kevin und Kunga. Und da sind mir ein paar Sachen verloren gegangen. Es ist ein wenig eskaliert. Und ich habe vorsichtshalber etwas einkassiert von Kunga, ein bisschen TNT. Dazu mehr in der Folge, die heute online kam und in der Folge, die morgen kommt. Und Leute, ihr solltet unbedingt die wahre Folge gucken, die morgen an den Start geht, denn heute sind wir einem anderen Team begegnet. Das Ganze seht ihr morgen. Ohne Scheiß zieht's euch da rein. Frommarsch! Das Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Gleichzeitig haben gerade 2 Leute subscribed. Und zwar Aaron Hafer. Frommarsch! Das Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Und die Mail in Day, ihr beide, einmal Aaron H4, danke dir fürs Subscriben, willkommen in den Unfähigen, schön, dass du dabei bist und für dich abgeschleckt, auch Dent Games, für dich abgeschleckt, genauso wie Mailin, die schläge ich nochmal extra an, vielen Dank fürs Subscriben, Resubscriben, schön, dass ihr da seid und ich hoffe, dass es heute ein geschmeidiger Chaos-Stream wird, denn es wird heute Abend, heute auf jeden Fall Chaos werden, so, das hier kann gerade mal weg, das brauche ich hier nicht, jetzt muss ich kurz überlegen, was machen wir denn jetzt? Rüstung kriege ich gleich. Ich bastel mit Obsessen mal Rüstung. Habe ich überhaupt noch Eisen? Ja, habe ich. Das war nicht wenig. So. Dann basteln wir uns einmal nämlich zack, zack. Einmal vorsichtshalber, weil wir kennen ne, die anderen Teilnehmer ja. Deswegen basteln wir uns einmal zack ein Schildchen und zack einen Brustpanzer, damit wir hier ausgerüstet sind. Zack, zack, brauchen wir nicht. Zack. So. Und dann gucken wir live, was abgeht. Wir gehen gleich in den Teamspeak zu Revi und Co. Und warten mal ab. Auf jeden Fall, ne, Leute, ohne Scheiß müsst ihr echt erlebt haben. Wer fällt mir gerade ein? Ich möchte etwas schreiben. Moment, in einem Video zu verpacken. Und die Frage wäre, ob man da das Bundesamt für einbeziehen könnte. Boah, ich hasse es so förmlich zu schreiben teilweise, aber manchmal macht es ja Sinn. So, so, Leute, Tacheles hier, ne, Craft Attack anschauen, unten in die Beschreibung gucken, beziehungsweise in den Chat, holt euch die Early Boy Wundertüten, denn die sind erstmal für eine bestimmte Zeit nur da. Deswegen sollt ihr dazu schlagen. Die gehen weg wie warme Semmeln und die sind mega cool. Ich mache da jetzt endlich mal bald mal was dazu. So, die Frage ist, was machen wir diesen Stream? Ich würde auch gerne diese scheiß Mauer hier, diesen Streamer, wegreißen. Die sind nämlich mega hässlich, aber das dauert halt auch Ewigkeiten, die wegzureißen. Und das, ne, fuckt so leicht ab. Aber ich glaube, wir gehen jetzt mal in den Teamspeak da mit Revi und Co. und gucken mal, was da drüben abgeht. Also ich muss erstmal auf den Teamspeak rüber connecten. Und die Musik ist kacke. Was ist das denn? Was haben wir denn noch? Das Game Over? Gefällt mir. So, ich habe jetzt aber keinen Bock, die ganze Mauer hier abzubauen. Ich frage mal den König, ob er irgendwie mal auftragen kann, mir die Mauer hier abzubauen. Ja, geht doch nicht hier. Auf jeden Fall gefällt mir der Kackhaufen eigentlich auch sehr gut. Der sieht halt, ne, nicht schlecht aus eigentlich auch von innen. Aber dafür habe ich auf jeden Fall auf Dauer Verwendung für. Das werde ich aber in der Folge machen. Weil ich finde, das ist ganz interessant für eine Folge, weil, wenn ich das in einem Stream mache, dann
wird das, was ich damit vorhabe, wieder nur den ganzen anderen Teilnehmern gespoilert und das nicht. So. Komme. So, dann gehen wir rüber zu Revinside und Friends. Connected. Channel switch. Insufficient permissions. Nee, ich geh jetzt nicht schlafen. Aus Prinzip nicht. Nö, nö. So, nö, nö, nö. Dann gucken wir mal, ob wir da mal gezogen haben. Frommarsch! Revi, Leute. Oh, hallo. Ja, Early Boy. Ja. Early Boy. Hallo. Early Boy. Hallo. Early Boy. Wähl Kevin als König oder ich spreng dein Haus. Was? Early Boy, der mich zweimal verschoben hat, ey. Early ja, Boy. Ja, tut mir leid, Zander. Wollt ihr nicht verschieben. Mhm. Early Boy. Ja. Wähl Kevin zum König oder wir sprengen dein Haus. Wieso Kevin? Wieso? Wähl Kevin zum... Hey, haben wir gesagt, wir machen das freundlich, Kevin? Ich würde es freundlich machen. Ah! Nuttensohn Creeper! Mann! Okay, Early Boy. Ja, Moment, was geht denn jetzt überhaupt ab in diesem Spiel? Wenn ich mich zum König aufstellen lassen würde, würdest du mich wählen? Jo, Alter, was war das denn für ein Pfeil? Generell, also ich würde nicht sagen, wen ich wähle. Ich würde auf jeden Fall wählen, aber meine Stimme würde ich halt lieber gerne geheim lassen. Ich würde mich halt erstmal überzeugen lassen von wer auch wär immer. Wäre ich denn ein sagen wir mal so, wäre ich denn potenziell ein Kandidat, den du wählen Tanja! Würdest? Ich müsste halt wissen, was ne für Stellung du vertrittst, was du halt machen möchtest, was du in Craft Attack verändern also möchtest. Also definitiv würde ich für Gerechtigkeit sorgen, ja. Dann würde ich dafür sorgen, dass Lampen endlich mal an die Wege gebaut werden. Die fehlen nämlich. Ja. Ja, da würde ich hier den Straßenminister erstmal mit beschäftigen. Aber der hat ja schon und mal die Straßen Beispiel, gebaut. Ich würde auch Gerechtigkeit walten lassen, Early Boy, ne? Das ist sowas wie mit Basti, dass er so bei dir da sprengt und so, dass sowas nicht mehr passiert. Das wird nicht mehr passieren, mein Freund. Das ist so ein Schuft, der wird dann für seine Taten. Tanja, hör doch jetzt auf! Ich hab doch nur den Zombie getötet! Okay. Ich hab einen Kern im Mund. Wer stellt ihn noch zum König auf? Petrit. Was ist eigentlich mit ihm? Wollte ich sich nicht auch aufstellen lassen? Ich weiß, ich kann sagen. Digga, 33 Level, hör auf! Aber piss sie doch, Spinne! Junge! Gleich rasten sie aus. Und, wie läuft's bei euch bei Varo so? Komm jetzt, Han, das reicht jetzt. Komm, ich lass dich jetzt in Ruhe. Ich bin tot. Was? Was, Han hat Angst, schieß ne? Schieß einen Bogen noch auf mich und ich werde dich auseinandernehmen und ich werde alle deine Sachen klauen. Hallo? Hallo? Und, wie läuft's bei euch so bei Varo? Hau mich einmal. Ich bin tot. Wie? Zieh voll durch. Ja, fragt Zander. Frommarsch! Das ist Frommarsch! Frommarsch! Kannst das doch ja, lesen! Frommarsch! Hab ich gar nicht mitgekriegt. Oh. Alter, warum leckt's gerade so? Weiß jetzt geht's wieder. Immer dieses Wasser, ne? Sag mal, wer hat eigentlich diese scheiß Mauer gebaut? Was denn? Welche Mauer? Ja, die um meinem Häuschen. Um meinem Grundstück. Das war Zander. Zander? Das war Gamers Time. Kevin. Aber ich hab ihm geholfen. Meinst du bei Early Island? Ja. Die hab ich gebaut, das zum Schutz wieder. Wie in Staffel 3. Ja, aber finde ich okay, die Idee, aber ich. Du Hurensohn, Sander, hör auf jetzt. Warum schreien manche eigentlich wieder Grill? Basti, verpiss dich. Oh, gleich schreit einer hier von beiden. Runter von meinem Grundstück. Sander, hör auf! Basti ist schon wieder auf meinem Grundstück, geduldig. Ich hätte die Mauer stehen lassen sollen. Der zieht durch. Der ich hab's ihm gesagt, Alter. Junge, ich wollte über dir einen Zombie töten, Zander. Ja, jetzt zieht er durch. Zander, lass es bitte sein, ehrlich. Zander, ich hab 33 Level, lass es bitte sein. Zander. Ich werd angefeuert, ich kann nicht aufhören. Kevin? Ich sag doch nichts mehr. Tanja, ja! Was soll denn das, du Hurensohn? Meine ganze Level, du Bastard! Junge, ich spreng jetzt deinen Staudamm, du Hurensohn. Ich spreng deinen Staudamm jetzt, Zander. Nein, das ist mein doch, Aufruf! Nö. Nein! Zander, gib mir die Sachen wieder, Nicht, doch alle noch nicht da. Den Staudamm! Junge, gib mir den 33 Level jetzt wieder, du Bastard! Ja, hol ich den Staudamm! Fahr mir die neue, du Hurensohn! Mann, ich wollte was verzaubern, du Bastardsohn! Oh, Zander, fahr mir die Level neu. Zander, fahr mir die Level neu. Nö. Doch, machst du jetzt. Nö. Okay, dann mach ich jetzt deinen Staudamm kaputt. Er ist ja gar nicht meiner. Leute, wenn ihr nicht alle die Klappe haltet, spreng ich eure Häuser in die Luft. Hallo. So. Haben wir hier wird geklärt. Nichts gesprengt. Varus-Skills! Varus-Skills, Junge! Varus-Skills! Was für Varus-Skills, du Opfer? Oh, ich hab die Mauer entfernt! Die Mauer muss... Ach nee, da ist noch was. Die Mauer muss weg!
Die Mauer muss Zander, weg. Es reicht jetzt, hör mal ehrlich. Zander, es reicht jetzt, ohne Witz, hör auf. Was macht ihr denn? Zander, hör bitte auf. Mein Gott, geh mir doch nicht auf den Sack, Zander, das nervt wirklich jetzt. Was macht ihr denn? Boah, Zander, Mann! Junge, ich zünde jetzt ein scheiß Haus an, du Bastardsohn. Ich meine das ernst. Ich hab gar kein Haus. Ja, ist mir scheißegal, dann mach ich alles was kaputt, was da noch steht, du Hurensohn. Bist jetzt selber schuld, Alter. Weißt du, du schießt immer mit dem Pfeil auf mich und dann, wenn ich zurückschieße, sagst du immer, hör auf, hör auf. Junge, ich höre jedes Mal auf. Ich höre jedes Mal auf. Ich höre jedes Mal auf. Nimm dir dein Zeug und erzahl den Bammel. Nein, ich mach dein Haus kaputt. Ja, bitte, ja, was gibt's denn? Ein Punkt, jetzt auch. Wo ich bereit wäre, dich auf jeden Fall zu wählen, wäre, wenn du dafür sorgen möchtest, dass jeder in Craft Attack ausreichend ernährt wird. Ja, dafür könntest du sorgen, ja. Das wäre so ein Punkt, dass jeder genug zu essen hätte. Das ja, wäre so etwas, was ich würde mich dafür einsetzen, dass wir so öffentliche Essensstellen haben. Das wäre eine Idee. So eine automatische Kuhfarm oder so für alle oder was weiß ich. Was ist, ja. Und was ist mit diesem Weiß-Weiß-Gebäude-Scheiß hier auf, mitten auf dem Fluss? Das würde ich erstmal lassen. Warten wir doch erstmal ab, was der Junge macht, wenn es fertig ist. Guck mal, ist. Wie groß das ist. Ja, was heißt denn fertig? Da ist jetzt seit einer Woche nichts mehr dran geändert worden. Seit einer Woche sieht das so aus. Wir warten jetzt erstmal ab. Tala, meinst du nicht, ich ficke dein Haus? Mach, was du willst. Mach ich jetzt auch. Ich möchte dir nur eins sagen, ja? Hm? Egal, was du tust, es wird doppelt so hart zurückkommen und du wirst heulen. Nein, du hast mich jetzt zweimal, getötet, Zander. Das geht zu weit. Ist mir egal. Rudolph the Red Nose. Alter, wenn du mich einfach zweimal tötest ohne Konsequenzen, ich habe jetzt auch das Recht auf Konsequenzen. Ich glaube, du weißt gar nicht, wo ich wohne. Aber kann es das sein? Sound muted. Revis Bodyguard hat eben subscribed vor 7 Minuten. Danke fürs Subscriben. Willkommen bei den Unfähigen. Für die abgeschleckt. Und auch Mr. Black White Keys hat resubbed. Seit 10 Monaten ist er jetzt dabei. Auch du fühl dich abgeschlägt und danke, dass ihr bei seid. Und ich hoffe, ihr habt heute Abend Spaß. Hallo, warum hältst du den Bogen auf mich gerichtet? Hör mal, ganz ruhig hier. Ich hab nichts getan, Leute. Nee. Oh. Leute, was ist denn jetzt Sache hier? Wer ist denn hier jetzt? Was ist denn hier? Okay. Kevin? Ja, bitte? Warum schreiben die eigentlich alle schon wieder Grill? Ich weiß nicht, warum die Grill schreiben. Ja. Was mit Holzi? Dann hast du Angst? Wie ich dich bauen höre. Hast du Angst, Thunder? Wie ich dich bauen höre. Das sind Varus-Skills, Thunder. Vielleicht bin ich schon längst in deinem Haus und du weißt es nicht. Achtung, Basti nähert sich Revis Haus! Basti nähert sich Revis Haus, er hat was vor! Er hat was geplant! Kann mal abwarten. Verfolge ihn. Oh, Zander. Hallo. Er geht rüber zu Eve. Hat er geplant. Was macht ihr da? Irgendwie so Maulwürfe. Ihr bullt das ganze Grundstück einfach um. Wo seid ihr denn, verfickte Scheiße? Wir sind hier auf Zander seinem Grundstück. Und ich weiß nicht, was die da machen, aber irgendwie sind die hier wie so Maulwürfe. Zander hat einfach nur Angst um sein Haus. Und Revi bullet sich einfach kreuz und quer über das Grundstück einfach so und macht gleich einfach gar nichts. Und fuckt dich einfach nur so ab jetzt. Zander, oh, ich bin da. Ich komm da jetzt mal hin, was ist denn los hier? Zander! Kevin, wann baust du eigentlich mal ein Haus? Ich hab schon ein Haus. Oh, fuck! Ich bin gerade in ein Loch in dem Damm gefallen, da ging es tief runter. Ich konnte mich gerade so ins Wasser rennen. Das wäre mein Tod gewesen. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit Kungas Gerichtsverhandlung? Ja, der ist ja nicht da. Wie soll ich denn zur Gerichtsverhandlung bekommen, ne?
Nicht zugelassen. Junge, du hast mein Haus zerstört. Hab ich nicht. Du hast mein Haus zerstört. Hab ich nicht. Junge, was macht ihr denn da? Ich hab nichts zerstört, Sander. Ich hab gar nichts gemacht. Hör die Bohemian mit seinem Schild, Alter. Ja. Aber mit Eisenrüstung. Was ist schon wieder her? Was macht der? Oh Mann! Hallo! Er hat dich angegriffen, Basti, oder was? Nein, das warst du, Kevin. Ja. Wollen Sie sehen? So. Ja, ich glaube, der nimmt eine Folge auf. Guck mal, wie der lass da steht. Lass es krachen, early. So, Freddy, danke für 10 Euro und danke, dass du auch die Gebühr mitbezahlt hast. Danke für die Unterstützung. Und ich hoffe, du hast heute Abend Spaß. Wie, warum leckt hier alles, Mann? Fühl die abgeschickt. Wichser, Alter. Jetzt wird dein ganzes Haus zerstört. Dein ganzes Haus wird jetzt zerstört. Der hat was willst du? Der hat mein Lager Junge, bist du dumm? Das war ich nicht. Der hat mein Lager angezündet, Alter. Thunder, stopp. Nee. Alter! Alles. Thunder, ich hab nichts angezündet. Thunder, schau meinen Stream. Thunder, schau meinen Stream. Kevin, die Feuerwehr. Los, die Feuerwehr, Kevin. Thunder, schau meinen Stream. Dein ganzes Haus zerstört. Kevin, das schaffen wir. Los, schau meinen Stream. Ist mir scheißegal, Junge. Ich war das nicht! Kevin Schadensbegrenzung! Einfach so anzubrennen! Junge, ich war das wirklich nicht, Mann! Der Einzige, der bei mir war und was machen wollte, warst du sogar mit. Junge, jetzt hab ich da Feuer! Mann, ich war das wirklich nicht, Mann! Ich zerstör jetzt alles! Kevin, wir können es noch retten! Mach du von uns das Zander! 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 Nein, ich finde das nicht witzig, Alter! Guck mal, da kommt Kevin! Feuerwehr, los! Zander! Kevin, kümmere dich noch Feuer von unten! Ich hab oben alles unter Kontrolle! Zander, ich war das nicht! Zander, ich war das wirklich nicht! Ganzes Haus Block für Block ab, Alter! Nein, Zander, hör! Oh. Mein Haus! Zander, nein! Junge, ich weiß wirklich nicht! Kevin! Ja, Kevin! Hilf mir! Ich werde das Feuer fast gelöscht! Hilf mit deiner Hilfe, krieg ich's! Zander! Martins Horn ist zu laut! Achso, Early Boy, mach das Auto aus! Kevin! Hilf mir, von unten zu löschen! Ich hab fast alles gelöscht hier oben! Ich baue jetzt einfach alles geradeaus ab. Thunder, oh, nein. Doch. Ich war das nicht, Thunder. Thunder, hör bitte auf, komm, hör auf. Thunder, lass es bitte sein, ehrlich jetzt. Thunder, ich war es wirklich nicht, Mann. Alle im Chat bei mir schreiben, dass du das warst. Alle. Bei mir Thunder, ich hab das Feuer wieder ausgemacht, Mann. Bei mir ja, mein ganzes Lager hat gebrannt, Junge. Bei mir Thunder, schreiben ganz viele, das war Revi nicht, das war Basti zockt. Du Bastard, Thunder, hör auf. Hör auf, Thunder. Der baut einfach das Haus. Thunder, lass es bitte sein, ehrlich jetzt. Thunder, hör bitte auf. Thunder, hör bitte auf. Was ist schon wieder hier, der Übeltäter? Thunder, bitte, hör auf. Ich mein's ernst. Warst du es oder warst du es nicht? Ich war es nicht. Schwör bau das jetzt wieder. Thunder, bau das jetzt alles wieder auf. Hoden. Thunder, Alter, wie heißt das? Schwör auf deinen linken Hoden. Ich hab doch noch meinen linken Hoden. Wenn du lügst, ne? Ja. Ja, oder auf den rechten, der noch da ist. Wenn du lügst, platzt der sofort. Instant. Oh. Glaub mir, stell dir diese Schmerzen vor. Also sag mir, warst du es oder warst du es nicht? Patrick ist da. Zander. Du schwörst nicht. Ich baue dein Haus weiter ab. Zander, nein, warte, Zander. Warst du es oder warst du es nicht? Hör mir bitte zu. Ist es besser, ist es klüger für dich, das jetzt einzugestehen? Was ist geschehen? Wenn du das eingestehst, mach ich nichts mehr. Was Zander, ist geschehen? Ich war es wirklich nicht. Guck mal, ich habe das Feuer gelegt, aber wieder ausgemacht. Kevin, wie machst du dich nochmal Bock und Quill? Thunder. Ich baue weiter. Oder hast du welche? Aus welchem Grund baust du weiter ab? Weil du es machst! Ich hab's doch wieder ausgemacht, du Hurensohn! Mein ganzes Lager ist kaputt, Junge, wegen dir! Junge, dein Lager sieht aus wie ein Haufen Scheiße! Das sieht aus, als hättest du 10-Jährige mit Down-Syndrom gebaut! Du sollst dein Haus mal fertig bauen, hier fehlen überall Blöcke! Krieg ich mal eine Spitzhacke hier? Was willst du denn jetzt, Alter? Wie, was willst du denn jetzt? Oh, deine Fresse, Patrick. Halt du mal den Maul, Alter. Thunder, ohne Witz, hör bitte auf jetzt. Du warst das, ne? Thunder, ich war es nicht. Der ganze Chat schreibt, dass du das warst. Thunder, ich war es nicht. Lalalalalala vom Marsch. Ich habe heute meine Wundertüte bekommen. Hammer, ich bin jetzt noch mehr Fanboy und das in meinem A. Alter P. Mr. Black White Keys, das freut mich, dass du dir über die Wundertüte freust. Ja, Leute, Mr. Black White Keys hat heute seine Wundertüte erhalten. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr euch eine bestellt? Wenn ja, habt ihr sie schon bekommen? Kommt ihr sie vielleicht erst zu Weihnachten? Wie sieht's da bei euch aus? Das würde mich interessieren. Mr. Black White Keys, ich danke dir für
deine 25-Euro-Spende. Und ich hoffe, du hast heute Abend Spaß und es freut mich, dass du hier bist. So, wir werden jetzt auf jeden Fall hingehen und eben Bucke Quillbasteln. Dann mache ich dem Zander mal ganz kurz einen Einsatzbericht hier, was hier geschehen ist, was hier passiert ist. Und dann geht's weiter. Mr. Blackbird hieß, danke für deine Spende und ich bin auch wirklich abgeschleckt. Hey, Zander, was ist geschehen? Der hat es mein Lager angezündet und sagt, Junge, ja, ich war das nicht, ich war das nicht. Digga, wenn du die anzündest, das ist totale Vernichtung. Das ganze Haus brennt dann ab. Guck mal, die dritte Etage ist auch aus Holz, ne? Ja, geil, Alter. Richtig. Kann ja das sein. Ey, das ist aber kein Verhältnis, Junge. Nee, das ist auch nicht. Ey, nee, das stimmt. Guck mal, und das geht sogar aufs Dach. Das geht sogar aufs Dach, Alter. Nee, das mach ich, das mach ich nicht. Nee, nee. Bau das unten wieder auf. Was soll ich? Bau es unten wieder auf. Ja, aber auch Tinte. Junge, ich mach das nicht, Mann! Halt es! Ey, Revi, wer war das denn sonst? Ich hab keine Ahnung. Junge, Tanda, mach das wieder heile jetzt, Alter. Das ist ja richtig witzig. Ey, Revi, guck mal, komm mal her. Guck mal. Hast du Ahnung von Statik? Findest du das witzig, Zander? Ich lache. Ey, Zander. Komm mit zurück, Zander, du Bastard! Zander, bleib mal stehen. Junge! Tanda, bau mal den Turm bitte ab. Kannst du das für mich machen? Ach. Tanda, was soll denn das, Mann? Ja, komm her, ich lösch dich. Hier. Ach, warte, hier. Tanda, mach es einfach weg, wirklich. Ja, ich mach den Turm weg. Genau. Hör doch jetzt auf, Tanda, es ist einfach nicht witzig. Junge. Hä, was? Ist das denn witzig? Warum Skills? Junge, warum Skills? Ja, Tanda, hör doch einfach auf, Mann! Ihr wisst doch sowieso, wie das wieder ausgeht hier. Warum Tanda. Macht ihr das denn? Ja, weil er übertreibt! Der Junge, ich hab nichts gemacht! Ich habe nichts gemacht! Oh, yo! Leute! Junge, kotzt mich doch noch mehr an, Alter! Ameno! Junge, Patrick, du Bastard! Wie so ein dreckiger Zander, bau es einfach jetzt wieder auf. Warum? Bau es wieder auf, weil ich es nicht gewesen bin. Ich hab dir doch geholfen, das sieht jetzt viel schöner aus, dein Haus. Junge, es ist einfach nicht witzig, Zander. Mach es jetzt wieder dahin. Ja, mein Lager ist auch nicht witzig. Ich weiß aber nicht, verstehst du das nicht mit deinem behinderten Kopf? Ich war das an deinem Haus doch auch nicht. Verstehst du das in deinem behinderten Kopf? Ich war das gar nicht. Wer war das denn sonst mit dem Lager? Wir könnten Das war nur Revi. Scheiß war ich Revi das. Revi hat sich unter mein Lager gebaut, war unterm Lager und kurz danach brennt mein ganzes Junge, Lager. Junge, steht bei mir im Chat überall, es war halt Basti, du Affe. Ja, genau. Bei mir steht überall drin, es war halt Revi. Weil deine dummen Zuschauer sehen wollen, dass du was kaputt machst, bist du auf den Kopf gefallen. Weil deine dummen Zuschauer hier die ganze Zeit nur andere Leute beschuldigen und dich nur in Schutz nehmen. Hä? Was willst du jetzt tun? Du hältst dich da ganz schön Aussage raus, Freunde. Was ist los, Digga? Ich dachte, wir Freunde. Ich bin zukünftiger König. Du bist zukünftiger König? Was hab ich da gehört? Ich bin halt zukünftiger König. Wie redest du mit dem zukünftigen König? Sag mal ruhig, bitte. Kevin? Ich bin zukünftiger König. Was? Weißt du, wie viele Leute mich schon wählen werden? Ja, das werden wir ja sehen. Ja, ich hab alle dazu. Hallo, hier, ey. Auseinander. Ich geh dazwischen, Leute. Ich töte euch beide. Ich mach nichts, das ist Zander, geht alles von Zander aus. Mein ganzes Lager ist im Arsch, Alter. Nein, Scheiße. Junge, guck dir das an. Ich wollte das Reh treffen. Ohne Witz, du kleine, verkackte, dreckige. Du bist einfach ein Stück Scheiße, Alter. Zander, hör auf! Hallo, hey, auseinander. Zander, jetzt hör mal auf, Mann, das reicht ja wirklich. Ich bin einfach vor meinem Grundstück, Mann. Kevin, was ist ohne Witz. Zu zweit gegen den, ey. Hey. Einer alleine. Was denn? Hä, ich vercheck die Karten. Okay, Zander, okay. Vor allem, er schreibt so, wann sind eigentlich wieder Wahlen? Zander, ich bin nicht mehr auf deinem Grundstück, ne? Du kannst mir nichts. Ja. Also, wann darfst du denn? Du warst ja auch gerade auf seinem Grundstück. Ja, aber guck mal, ich raste nicht so aus wie Zander. Zander, was ist los? Zander ist hier der unreife Bastard. Zander, was ist los? Du wirst noch einen guten Posten kriegen, wenn ich König werde, oder nicht? Ach, halt mal dein Maul jetzt mit der Königswahl, guck dir mal mein Lager an! Ja, Alter. Wie oft mein Lager gesprengt wurde, ich hab nie rumgeheult, ich hab einfach neu gefarmt. Ich heul ja nicht rum, du sollst einfach keine Schnauze halten. Ja, du heulst rum, Digga. Ich muss überlegen, was ich jetzt mache. Ja, halt dein... Boah, die Kühe laufen wieder raus, ich kann nichts dagegen tun. Guck mal, was willst du denn für ein zukünftiger König sein? Du beleidigst das Volk. Sagst du dem halt dein Maul, sagst hast du auch, du hast mich auch gerade beleidigt. Baby, pass auf! Du hast gesagt, du Hurensohn, ich werde Basti König. Steht, ne? Ich hab wenn gesagt, Basti ich werde zukünftig. Baue ich dein Haus wieder auf. Zukünftiger König, wieso greifst du mich an? Wenn er nicht gesteht, dann baue ich dein Haus komplett ab. Wie, du würdest nicht machen? Ich werde König.
Tanja, das ist einfach nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Das ist nicht fair, dass man du schaffst das noch nicht, weil es dich durchzusetzen Tanja, ich war es nicht. Wie oft denn noch, Mann? Move den mal hoch. Basti? Basti, ja? Du Ratte, Digga. Du bist so ein Hund, Basti. Er sagt nichts. Du hast Redi ganz schön in die Scheiße geritten, Basti. Warum? Ja, weil du nämlich mein Haus, mein Lager angezündet hast, du Geier. Hä? Ja, wie hä? Alle schreiben, dass du das warst. Ach, okay. Safe, ja, Digga. Alles klar. Safe. Basti, gib es doch einfach zu. Ohne Spaß, Mann. Ich hab keinen Bock jetzt auf Beef mit Zander, du Bastard. Aus dem Grund nehme ich nicht die Schuld auf mich. War's nicht. Jo, du standest gerade vor meinem Lager und kurz danach hat mein Lager gebrannt. Junge, und ich war unter der Erde und ich konnte es nicht angezündet haben von da aus. Das erste Mal, als ich bei deinem Lager war, hat Gamers Time mich sofort getötet. Da habe ich mal gerafft. Das war aber, ey, Basti, das war aber aus Versehen. Ja, ist okay. Ich lasse deinen Staudamm in Ruhe, Kevin. Das zweite Mal habe ich Early Boy beim Löschen zugeguckt. Mehr habe ich nicht gemacht, wirklich. Yeah. Tanja, ich würde ey, überleg, nicht. Was du sagst. Ey, will Petrit bloß nicht zum König, Basti, ne? Weil der will hab ja ich König auch nicht werden. Vor. Gut, ich lass mich auch als König aufstellen. Okay. Oh, Kevin, Mann, hör doch auf. Du hast vor zwei Tagen gesagt, ich unterstütze dich, Petrit, dass du König wirst. Ja, ich unterstütze dich ja auch, aber ich will selber König werden. Hä? Wo macht das denn Sinn, Digga? Ja, das macht null Sinn. Ich kann dich ja unterstützen, aber ich kann ja nichts dafür, wenn alle Leute mich trotzdem wählen. Was ist das denn für eine Scheiße? Lach nicht so heftig, Digga. Ja. Was soll denn? Kandidierst du nochmal? Ja, schon was? Kandidierst du nochmal? Nein, ich werde nicht mehr in dieser Stadt kandidieren. Mit so Leuten wie Zander. Okay. Halt's Maul, Junge! Ja, Junge, du tötest mich einfach ohne Grund mehrfach! Guck mal! Ein Grund hier, guck mal, was ist das hier für eine Kanalisation unter meinem Haus? Junge, ich wollte, dass die Entwässerungsleitung gebaut werden, Zander! Ja, genau, wieder deine Königin. Deine Nachbarn haben sich die ganze Zeit über den Gestank beschwert! So, Black Serbion, nein, ich hab dich nicht vergessen, ich wollte das eben fertig machen, hat vorhin vor 10 Minuten subscribed. Willkommen und Unfähigen und danke fürs Subscriben und. Für dich abgeschleckt. Danke. Und auch die Opa hat resubbed. Seit 500 ist er dabei. Hey, bin ich jetzt Fame? Natürlich, jeder von euch ist irgendwo natürlich Fame. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du resubbed hast, dass du immer noch dabei bist. Und hoffe, ihr habt heute Abend Spaß. Straßenlaternen gebaut werden. Okay. So, das Herr Zander 21. Okay. Ja. Hier, ich übergebe Ihnen den Brandbericht von heute, von Ihrem Brand Ihres Hauses. Bitte begleiten Sie Zander! Zander! Sie verarschen alle, jetzt Zander. Kostet es da noch Geld in mein Lager kaputt ist! Mann! Willst du mich? Gib mir erstmal meine Kartoffeln wieder. Ah ja, ich hab vergessen noch dazu zu schreiben, die Ermittlung hat ergeben, dass es Brandstiftung war. Der Täter konnte nicht ermittelt werden. Ich hatte mich siehst du, Petrit, dich will keiner sofort. Sehr geehrter Herr Zander. Ja, Kevin. Ey, Petrit hat Lava! Ey, Petrit hat Lava in deinem Haus platziert, Zander! Was? Petrit hat Lava hier platziert! Alter! Das war Petrit! Wieso willst du mich auch nicht? Ich hab gedacht, dass ich mich noch nicht entschieden habe. Ja, das ist nicht mein Problem, Digga. Tötet ihn. Ich helf dir, Zander. Revi, greif mich an. Revi, geht drauf. Ich muss als Revi töten. Ich töte Petrit. Junge, Kevin, du Verräter. Ich darf niemanden, Freunde. Ich stick dich auseinander, Junge. Das war ein Fehler. Das hättest du nicht bei Zander machen dürfen. Nein. Nein. Sehr geehrter Herr Zander, haben diesen Brand gerade kostenlos gelöscht. Alter, Early Boy, ich bin gerade hier nicht in der Situation, mich mit dir über diesen scheiß Brand zu unterhalten. Ja, die Feuerwehr hat den Brand erfolgreich gelöscht und weitere Schäden verhindert. So gut. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Jetzt muss ich nur noch den... Nein! Scheiße, das ist der Revi! Revi, Early Boy, beschütz mich! Scheiße! Nein! Ja! Sehr gut. Noob. So, gerechte Strafe für den Schuft. Easy win. Wo bin ich bei Eve gespawnt? What the fuck? Erstmal bist du... Oh, hast du mit Eve geschlafen? Hatte ich einen Hangover oder was passiert? Ja, gut, dass Petrit kassiert hat. Sander, was soll das? Du hast gerade auf mich geschossen, du... Ja, ich wollte nur gucken, ob mein Bogen noch funktioniert. Entschuldigung. Guck mal, ey. Zander, schau. Auf den Knien vor mir winseln, ey. Zander, du wirst dass sowas nicht mal wieder in Zukunft passiert, ne? Locker. Junge, ich hab gesagt, dass ich mir noch nicht sicher bin, wen ich wähle. Ja, Revi. Der Stopp, gebrannter Stein! Zander, ich hab einfach deinen Stein angezündet, es ist nichts passiert. Es ist mir egal. Es reicht jetzt. Also ich denke, Petrit werde ich nicht. Guck mal, wenn du jetzt auf mich schießt, werde ich Junge, auf jeden Fall durchziehen. Hör doch einfach auf! Alle. Du hast gesagt, schießen. Das war kein Schuss.
Du musst es richtig definieren. Du musst sagen, wer mich jetzt angreift. Zander, bitte hör auf, mich zu schießen oder... Zander, hör bitte auf, mich anzugreifen oder ich muss dein Haus zerstören. Es war eine, das ist, es ist so eine Warnung. Was hier passiert. Herr Zander, bitte begleiten die Rettung. Was seid ihr für Ratten? Sammeln die halt alles ein? Also sammeln die dir Rüstung ein, aber den Rest lassen die da rumliegen. Metallbrötchen. Ey, krieg ich meine Rüstung als zukünftiger König zurück? Bitte? Brötchen mit Fleischwurst. 25 Diamanten? Du bist Brötchen mit Fleischkäse. Hier, nimm deinen Scheiß Bericht und verpiss dich von meinem Haus. Hallo? Ohne Witz, weißt du was? Für 25 mit Diamanten Fleischwurst. Kannst du das ganze Haus anzünden, das ist mir doch scheißegal. Guck dir in der Krippe an. Okay, wir kürzen die Rechnung auf 5 Diamanten. Lachs. Gib mir mal die Sachen, Zander! Was? Gib mir die Sachen! Ich hab überhaupt nicht! Du hast die Sachen so safe, du hast das letzte Mal auch geklaut. Stopp. Es war safe, Basti, ohne Witz. Ja, was? Ich war das wirklich nicht. Ich war da, ich bin bei mir daheim. Was machst du, Zander? War Early Boy. Ich baue mein Lager ab, Mann. Warum? Soll ich helfen? Was will ich denn mit diesem Krüppelding hier? Soll ich helfen, Zander? Halt wieder auf. Sag's mir, nein, keiner Zander, hilft. Ich helfe, okay? Ressourcen. Zander, ich helfe. Hau ab. Zander, ich helfe. Hau einfach ab. Okay, ich helfe dir, warte. Early Boy? Junge, was verstehst du nicht daran? Was? Lässt du dich als König aufstellen? Verrate ich dir doch nicht. Ich würde dich wählen. Boah, ich würde gerne Eve wählen. Warum macht ihr hier das alles stimmt, mit Dirt voll? Ich würde auch wählen. Early Boy, Alter! Junge! Was? Lass das doch. Was? Ja, mit dem Dirt. Das war Revi. Ich hab's gesehen, du Spaten. Ich weiß auch, dass Revi mein Lager angezündet hat. Ey, wer hat denn jetzt meine Rüstung? Revi, jetzt übertreib doch nicht direkt! Okay, Early Boy, ja, jetzt greifst du Revi, ne? Da hast du Eier, weil der jetzt schlechteres Equipment hat als nein, du. Nein, weil er angefangen hat. Außer mal der Patrons Rüstung. Bei Zander war ich die ganze Zeit weg, aber bei Early Boy ziehst du durch. Der hat meine Rüstung. Ja, die hätte ich dir leider auch wiedergegeben. Ja, mach mal, weil ich auch die ganze Zeit sage, wer hat die Rüstung, du redest einfach gar nicht. Nein, du wolltest erst mal dunkel tappen. Ja, am Arsch. Oh ne, ich komm jetzt. Na, werdet sehen. Werdet sehen. Ihr werdet mit euren eigenen Augen sehen. Was werden wir sehen? Wie schwach du bist. Digga. So. Ich sehe aber manchmal mit anderen Augen. Ach, bitte, Zander, ne? Zander, ich helfe dir, okay? Was denn? Du brauchst Licht zum Abbauen, Zander. Licht! Junge, es ist Tag! Was Junge, ohne Licht geht hier gar nichts, Zander! Licht ist die Quelle alles Lebens! Licht, boah, Licht, ey, Licht! In dein Gesicht! Auf, ne? Zander, bitte, Zander, bitte. Es reicht nicht mehr schlagen! Oh, okay, ich geh ja schon. Boah, Junge! Geh ja schon, alles gut. Boah, ja! Mega lange gebraucht für dieses Lager, ey. Wer hat denn das Lager jetzt gesprengt? Kann sich mal einer hier stellen? Keiner hat das gesprengt. Levi hat das angezündet. Ich war das nicht. Oh, wer hat denn jetzt die Sachen eingesammelt? Mach weiter. Ich komm jetzt mit meinen Sachen nicht da liegen, ne? Ich raste komplett aus. Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr sagen. Ich fang einfach von jedem an, das Haus zu sprengen. Ist mir egal. Kann ja drehen. Ich hab die, Patrick. Ich geb dir die. Hast du echt safe? Ja, Patrick kommt zum Staudamm. Revi, ich hätte auch gerne meine Sachen wieder. Komm mit zu Zander! Revi trollt sich die ganze Zeit. Ja, Revi trollt mich so hart, ne? Ich komm gar nicht klar auf mein Leben, wie hart Revi, mich ich hätte gerne meinen Bogen wieder. Ja. Was ist denn los, Mann? Oh, Patrick, Gott, komm her. Ja, chill mal. Ich hatte 2 Tage kein Internet. Ich muss mir auf mein Leben klarkommen. Oh. Revi, mein warum Bogen. Hast du deine Rechnung nicht bezahlt, oder was war los? Was? Ich komm hier wirklich geschossen. Ey, Zander, auch meine Rüstung gleich kaputt, das reicht jetzt. Das ist nicht mein Bogen, Revi. Ich hab keinen anderen, du Affe. Was machst du da, Zander? Ich hab keinen anderen, du ich Affe! Ich baue mein Lager ab! Patrick, komm her, Patrick! Patrick, komm her, ich geb dir deine Sachen. Voll im Arsch. Patrick, komm! Ja? Patrick, hier. Was, geh weg mit deiner Lederrüstung, Alter! Ich hab nichts anderes. Kleiner Geier, du bist wie so ein Asylant, Alter, geh weg, Alter. Was willst du? Geh doch mal! Nö, ich guck dich jetzt an. Junge, verpiss dich! Guck dich jetzt an. LOL, Zander, du Mistet, Alter. Hab alles gelöscht. Patrick muss sterben, alle hab helfen, Patrick zu schön. Wer hilft, kriegt die Mann. Alles gelöscht. Und wenn ihr die Rüstung von mir übergebt, wenn ihr mir die Rüstung übergebt, bekommt ihr noch mehr, Diamanten. Alle Patrick töten! Wo ist Patrick? Ehrenloser Bastard. Patrick rennt Richtung Revi.
Patrick, du wirst sowieso nicht überleben, Alter, egal. Remi! Remi, Zander, Remi hat dein Haus wieder angezündet! Hey, das stimmt nicht! Ich hab's gesehen! Mein ganzes Haus brennt, Zander! Alles klar. Das war Remi, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen! Remi, das stimmt nicht, Mann! Guck mal, Remi, ich seh's doch gerade in der Wiederholung selbst! Guck, der Screen nicht! Ich seh's in der Wiederholung selbst! Es war Remi, jetzt ist nicht mehr zu retten! Vor allem in der Live-Wiederholung, vor allem, ne? Hast du so... Ja, das ist... Klar. Also, ach, warum ist der? Bastard, ne? Zander, ich. Zander! Ohne Witz, guck mal, Ellie Ball zeigt irgendeine Scheiße, Alter! Irgendeine was Scheiße! Was ist denn los? Und du gerade live. Hallo, was ist denn los? Warum schließt du dich uns an? So an? Weil du wieder irgendwas bei mir kaputt machst, bestimmt, ohne Grund. Was, Ellie Ball, ja, ich schließe mich euch an. Was soll mal vorhaben? Ich schließe mich euch an. Ihr habt die Schnauze voll, dieser Herrschaft. Nee, guckst du mein Stream? Nein, mach ich nicht. Boah, Zander, wie du Spawn traps, ne? Ich komm nicht klar. Willst du mich echt spawn-trappen? Hä? Ich bin überhaupt gar nicht bei dir, Junge. Nee, du ich bin bist bei auch Revis Haus. Haus. Ich ja, bin bei Revis Haus mit einem Feuerzeug. Was? Oh! Zander? Ich werde das brechen, ja? Das machst du nicht, Zander. Diese Stille ist gefährlich. Das machst du nicht. Das will ich sehen. Warte. Early Boy, hast du meine Sachen? Geh mal kurz her, bitte. Schnell, Olli. Ja, das Dach brennt, das Hä? Dach brennt. Okay, Zander. Zander, Alter, ohne Witz. Zander, das ist too much, Zander, das ist too much. Zander, es ist zu viel. Das kannst du nicht retten, Junge. Das kannst du nicht retten. Zander, finde ich wirklich witzig, Alter. Die Feuerwehr, die mal kommt. Das kannst du nicht mehr retten, nein. Ich brauche noch ein bisschen, bin gleich da. Moment, was ist passiert? Das kannst du nicht retten. Ist das oben alles abgebrannt? Er brennt doch nicht. Ach. Oh shit. Oh shit. Wo sind meine Sachen? Was ist das? Junge. Du Kinder, mach das aus. Mach das Kreuz weg, ja, ne? Allah, Wecker! Es gibt aber mehr Sachen! Warum steht da, dass ich dich getötet hab, wenn der dich schlägt? Leute! Weil du mich wahrscheinlich mit Force angehittet hast oder so. Ich hab gar nichts bei dir gemacht. Ja. Ey, Early, gib mir meine Sachen, Mann! Alter, Zander. Ja? Du hast gerade geschenkt bekommen von Kevin, unnötig. Das sind meine. Du hast mich angezündet gerade. Ich hab dir gar nichts gemacht! Du hast nur an einem scheiß Baum gestanden! Zander, ich finde das. Zander, bitte mach mein Haus echt nicht kaputt. Revi, töte Early Boy, da ist nichts drauf. Und gib mir meine Sachen zurück. Töte den easy, ohne Probleme. Also, ich glaube nicht, dass Kevin das zulässt. Natürlich lässt er das zu. Nee. Boah, also, Kevin hat mir die Sachen gegeben. Der hat mir die geschenkt. Ich droppte hier einen Wassereimer runter. Kevin hatte mir versprochen, er schenkt mir eine gute Rüstung. Das hat er damit gerade getan. Zander, möchtest du mein Haus bitte reparieren? Wollt ihr mich verarschen? Nö. Warum nicht? Wieso wir? Ich habe Early Boy einfach deine Rüstung gegeben. Hört doch auf! Mann, gib mir die Sachen, das ist Diebstahl, Mann! Das stimmt nicht so ganz, Early Boy hat nur Hehlerware, aber gestohlen hat er sie nicht. Zander, zünd mein Haus nicht an, mein Ruf geht sonst kaputt, nicht deine. Und dann, wenn so Kanaken es nicht schaffen, durch Gewalt Sachen zuzukriegen, dann kommen die mit Gesetzen an. Dann kommen die mit Gesetzen nicht. Oder mit dem Bruder. Boah, Ali, gib mir meine Sachen, Mann! Hallo, schlag mich doch nicht! Boah, ne. Töte dich! Ja, was? Gib mir die Sachen! Kevin, ich dachte, wir wären Freunde, Mann! Du hast gestern gesagt, oh mein Petrit, ich unterstütze dich! Alter! Petrit! Ey, Petrit! Petrit! Alter! Petrit, warum machst du das? Was hat er gemacht? Der hat deinen Thron in die Luft gesprengt! Boah, Alter! Petrit, Alter, das ganze Gold! Oh, Junge, warum machst du sowas Unnötiges? Alter, das ist echt nicht witzig, Mann. Ja, ich will zwar König werden, aber ich war das nicht. Junge, guck mal, er hat das Zepter gedroppt. Junge, was machst du? Der will uns jetzt komplett ficken, Revi. Ich jetzt? Ja, du hast Alchemie-Erfolg. Digga, das checkt man nicht. Der Arme, Digga. Unsichtbarkeit machen, Alter. Ja. Revi, ich war das nicht. Alter, du wirst bezahlen dafür. Ich hab das Zepter wieder aufgehabt. Was? Ja. Ich hab kein Geld, Digga, du weißt. Peter, du hast das ganze Gold davon weg, du Bastard. Warum? Ja. Ich will König, ich war das nicht.
Early Boy, du musst ihn noch zweimal töten, den Patrick, ne? Dann hat er mehr Tode als du. Dann bist du nicht die Nullige. Ey, Projekt. Ich weiß. Übrigens, für die Leute, ich will nicht einfach auf Patrick hetzen, ne? Aber du bist dann nicht mehr die Null. Für die Leute, die in meinem Chat schreiben, dass Revi mich terrorisieren wird, ne? Mann! Ey, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, Mann! Tanda, ohne Witz, mach es einfach wieder sauber und gut ist alles. Hör drauf, Mann! Ich hab keinen Lust mehr! Ich will einfach nur König werden! Herr Revi? Ja. Wer wollen mich denn wählen? Euro Donation verpasst. Du hast eine 50 Euro Donation verpasst. Lucy, Alter, ja, 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 Lucy, Alter, krass, danke! Was hast du schön? Lies mal kurz alles vor letzte Nacht wieder gehabt. Ja, mach ich gleich, mach ich gleich. Bist du ein bisschen salty? Bist du ein bisschen salty? GG. Ne, Alexander, reparier das jetzt bitte wieder bei mir. Und auch wieder Black Serbian 96 hat 10 Euro vorhin gespendet. Bin ich darauf eingegangen? Nein, bin ich gar nicht. Und hat auch die Gebühren mitbezahlt. Immer wieder geiler Stream. Kommt mal noch auf dem Sub-Server. Mach weiter so. Es wird bald einen neuen Sub-Server geben. Und dass man auf den alten kommen wird, das versuche ich gerade zu regeln, weil das ist scheinbar, ja, down, dass man sich da auf die Whitelist setzen kann. Aber danke für deine Spende und ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Wir treuen gerade ein bisschen Patrick, wenn ihr es mitbekommen habt. Weil wir ihm gerade mit dem Thron in die Schuhe geschoben haben. Und auch Jesse MSP Pink Donut hat resubbed. Auch danke an dich fürs Resubben und dass du noch hier dabei bist. Und auch hoffe, dass du einen schönen Abend hast. Fühlt euch beide abgeschleckt. Ich hab gar nicht geguckt, aber du hast dich gerade selber verraten. Nice. Nee, du hast einfach gelogen. Du hast einfach gelogen, Zander. So, ich hab mich damit auch nicht verraten, Zander. Ich sage nur, dass Streamwatching verboten ist. Das ist eine Sache. Erstmal, ja, mein Freund? Warte, okay. Ich mach morgen ein Statement-Video, ja? Aber halt jetzt deine Schnauze. Nein. Morgen kommt ein Statement-Video. Oh, Mann. Mann, Early, das ist voll unlustig. Des Was Todes. Unlustig? Du hast doch eine zweite Rüstung. Du hast doch eine zweite Rüstung. Hab ich nicht. Warum hast du das gerade gesagt? Ja, damit die denken, ja, ich muss mich... So, ich gebe jetzt Sinus, ich gebe jetzt Sinus erstmal die Koordinaten vom Klebium, damit der nicht lebt. Kevin, Mann! Okay. Kevin, was bist du für eine Ratte, ne? Boah, Junge, ne? Kevin, sorry, du bist eine Ratte. Ein, wieso? Wenn man alle Folgen von Crafty guckt, die es da draußen sind, dann mit einem gesunden Menschenverstand sagt man, Kevin ist eine Ratte. Normal. Sorry, Digga. Dann da, ganz ehrlich, du bezahlst mein Haus, ne? Ich kann nicht nur aussagen. Ich schwöre es dir. Lacht. Ey, pass auf, weißt du, wann ich dich wähle? Wann? Wenn du, pass auf, ich wähle dich, wenn du einen Rap machst, der nicht Offbeat ist. Ja, wann kommt denn der eigentlich jetzt, Patrick? Okay, über was soll, es ist egal, was für ein Rap oder wie. Mach einen Craft Attack Rap. Ja, musst du nicht generell noch einen Rap raushauen, Patrick? Ja, mach. Digga, du wirst eh sagen, das ist Offbeat, obwohl jeder schreit, die Kommentare schreiben, wird voll Onbeat. Safe, du wirst das schreiben. Ja, aber ich bin ja der richtige Rap-Experte, Junge. Du weißt ja gar nicht. Oh ja, auf jeden Fall. Nur wenn ich sage, dass du Onbeat bist, dann läuft bei dir. Klar. Ja, lieber, lass es einfach sein, es hat keinen Sinn, okay? Ich hab kaum Leben verloren. Hallo, ich mach doch nicht weiter, ich wollte gerade aufhören. Pass auf, okay, kannst du nach die Craft. Okay. Ja, dann hör doch auf jetzt! Okay. Du kannst dann auch bei Lukas der Rapper hochladen. Am Arsch, Alter, niemals wieder sterben. Sinus ist da! Sinus ist da! Lass los! Revi. Okay, Oliver, okay. Revi, ich hab da aufgehört! Fick dich! Oliver, du bist selber schuld. Fick ihn bitte, fick ihn, Digga, fick ihn. Revi? Kevin, ich brauch deine Deckung! Donation. Ja, warte doch mal! Weiß doch gar nicht, wo du bist, Early Boy. Also, was ist denn jetzt der Sinn des heutigen Streams? Unter der Brücke! Sag mir das mal. Dass du mich wählst und dass Ölboy mir die Rüstung zurückgibt. Boah, nein, Junge. Der wird dich nicht wählen, weil Zander wählt schon mich. Nein, wird er nicht. Doch, wird warum er. Nicht? Alter, Lucy, nochmal 5 Euro Donation. Hör doch mal auf jetzt. Lucy, dankeschön, dankeschön. Was geht hier ab, Mann? Heb das auf. Vor, Leute. Dankeschön, Lucy. Heb das aber auf. Danke, danke, ja, danke. Ja, warum du mich wählen solltest. Ja, ich hab's verstanden. Ja, warum? Wieso willst du denn Kevin wählen? Ja, ich frage dich und du stellst mir eine Gegenfrage. Ja, was ist das denn für eine komische Präsidentschaftswahl hier? Ja, komm, warum willst du Kevin wählen? Ey, wer hat den Penis hier vor den Fischerhütte gebaut? Das war Zander. Ich will wissen, warum ich dich wählen soll. Wer war das? Warst du das? Zander. Weil jeder, wenn man mich wählt, erstmal, ich hab gar nichts gemacht. Ich werde ich mich dafür einsetzen, dass hier in dieser Stadt Gleichberechtigung herrscht, dass alle akzeptiert werden und jeder pro Woche 10 Diamanten geschenkt bekommt. Bitch war Sinus, bitte. Farmst du die selbst oder klaust du die? Ich farm die selber. Ich farm die selber. Was glaub ich dir? So, erstens. Glaub ich das nicht. Da ist ein Creeper. Hey, danke, Kevin, na?
Jo, kein Problem, Sinus. Gib die nur nicht bitte weiter, ja? Nee, ich geb die nicht weiter, aber und, mega nett von dir. Wähl mich aber bitte, ja? Ja, ich wähl dich 100%ig jetzt. Dankeschön. Junge, zieh los! Ja, ich hab keinen Bock mehr, ich hab keine Lust. Wie fühlt sich das so an, wenn man verliert, Patrick? Ich gewinne eh. Digga, ich brauch mich eigentlich gewinnen. Aus. Patrick, du hattest jeden, die Chance, mir die Quali zu geben. Ich werd jeden bis auf Rot. Digga, ich hatte zwei nur Tage kein Internet, Mann! Ja, und ich hab in der Zeit alle Leute auf meine Seite gezogen, schon. Was für eine Lache. Diese dreckige Lache. Lacht. Okay. Werd schon sehen. Patrick, du hast noch eine Chance. Junge, jetzt komm. Ja, was ist? Wenn du mit mir hingehst und ein bisschen Clay abbaust, dann will Digga, ich hab keine Sachen, Digga! Mir wurden alles geklaut! Nabel. Okay. Okay, das ist Eve, die Kiste kannst du ruhig cool abbauen. Die hatte Balui dahin gebaut. Ah, okay. Early Boy, hau ab. Ich bin glücklich wieder, ne? Ich bin gerade dabei, mir Sachen hier zusammenzusammeln. Drei. Was für. Ey, Reni, kannst du bitte meine Sachen holen? Bitte. Ey, du gehst mit Petrit. Du willst Petrit, wenn er dir hilft, oder was? Zinus? Hä? Oh, jetzt ja. Kommt der. Jetzt kommt die. Ey, nee! Ich helf dir, Zinus. Ich helf dir. Weil du machst das sowieso nicht, Petrit. Natürlich mach ich das. Ja, wann denn? Wann willst du dir denn helfen? Ja, wenn ich meine Sachen kriege jetzt hier mal. Das könnte vielleicht sogar der Fall sein, weil Revi und Early Boy fighten sich gerade. Ja, kann gleich sein. Oh Gott, dieser Kampf. Meine Damen und Herren, sie sind hier, sie beobachten. Ja, ey, wer hat mich abgeschossen? Das war Revi, ich hab keinen Feuerbogen. Ich hab gerade was gegessen, du hast es gehört, Kevin. Warum hast du mich abgeschossen? Ich hab daneben geschossen, tut mir leid. Das glaub ich dir nicht. Oh, Early Boy hier wie ein Experte mit Wasser sogar noch. Petrit. Ja. Boah, Junge, was für ein Fight, Leute. Wenn du mich spannend auf deiner Seite hast, ne? Ja. Dann wirst du die Wahl gewinnen, aber... Ja. Was willst du machen hier in Crafttech? Ich will das ja, jetzt eben, was ist das jetzt Malprogramm? Nicht 10 Diamanten geschenkt nein, bekommen. Nein, nein. Interessiert mich gar nicht. Will ich gar nicht haben. Ich will nur das Clavium. Lass es nicht, wir haben aus dem Trank getrunken, du Arschloch! Ja, also Hilfe beim Clavium. Nice. Fick nicht mit mir, Early Boy. Okay, du hast mich an erst angegriffen, du Spacko! Dinos, lass uns das Claybium gehen. Ich helf dir da jetzt und zeig dir jetzt den Weg. Ja, Petrit, du hast ja keine Sachen, um ihm zu helfen. Ja, ich hab die jetzt. Ja, ich werde aber jetzt eher. Zinus, gehst du mit mir dahin? Der eher ist. Also, der jetzt sagt, der Zinus, hilft. Digga. Zander, reparier mein Haus. Nö. Dann spreng ich jetzt bei dir irgendwas. Oh, ja, so gib mir die Sachen! Okay, Zander, ich spreng jetzt bei dir irgendwas. Guck mal, selbst Revi hilft dir sogar nicht, Patrick. Glaub mir, Revi, egal was du tust, ne, das wird für dich ja nur noch übler werden. Ich hab noch, ey, ist das Patrick seine Spitzhacke? Danke. Ist mir scheiße. Zander, ich spreng jetzt irgendwas, ich spreng jetzt irgendwas. Ja, do it, just do okay, it. Okay, ich spreng jetzt irgendwas, Zander. Spreng jetzt! Zander, ich spreng jetzt irgendwas, ne? Ja, spreng doch was. Zander, ich spreng jetzt irgendwas. Ja, spreng doch was. Digga, ey! Ich hab's gemacht! 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 Au! Oh, Alter! Kevin, guck mal! Guck mal! Ich bin ja gar nicht da. Zander! Warum sprengst du auf meinem Grundstück? Weiß nicht. Okay, das war ein Fehler. Was, wer hat jetzt wo gesprengt? Wie er winselt. Nicht Kevin? Ich hab nichts zu verlieren, ich sag dir das. Kevin, doch, du hast deinen eigenen Wohnraum zu verlieren. Das ist mir egal, ich werde jetzt bei dir auch sprengen. Alles okay, verloren. Aber nur in der Wand, so wie ich gerade. Ich werde einen Sozialbau für Homeless Kevin sein. Was? Kein Schritt weiter. Kein Schritt weiter. Ey. Boah, dieser... Noch ein Schritt und ich mach. Was macht ihr, ey? Oh Mann. Hey, du weißt, ich bin geisteskrank, ich mach das. Wo sind meine Klamotten, Revi? Hier stehen! Das hört sich falsch an. Du gehst Revi, auch kein Schritt weiter. Wo sind meine Sachen? Digga, du! Was? Nein, Patrick! Kein Bock mehr! Das macht keinen Spaß! Du regst doch nur auf, weil du eh König wirst! Ich will Call of Duty! Ich will Unreal Tournament spielen! Weißt du? Ich erinnere mich noch letztens daran, wo Patrick mich dauerhaft getötet hat. Alter, Lucy! Ich hab rumgeheult. Ich reparier jetzt mein Haus. Lucy, auf zu den nächsten Mann! Hey, jetzt hast du mich auch noch gehauen, okay? Das war dieser Schneemann, Junge! Wo sind meine Sachen? Alter, ihr wird. Was?
Was soll das? Hör mal, jetzt hör mal auf zu schreien hier, ja? Wie so eine kleine Zicke. Okay, jetzt spreng ich bei dir auch, was das passiert, nein, was kaputt geht. Du kannst gehen jetzt hier. Nein, du Revi, wenn ich jetzt nicht sofort meine Sachen wieder kriege, spreng ich dein komplettes Haus in die Luft. Warum endet das eigentlich immer so? Warum endet das bei ihm schwer? Ey, weil Patrick hat deine Sachen genommen. Ich krieg einfach so Ohrenkrebs bei euch. Ja, warum sind die Sachen denn jetzt? Ja, weil sie auch. Das ist eine gute Frage, Micha. Warum hast du ihn getötet? Weiß ich auch nicht, ich bin einfach sensationsgeil. An der Brücke habe ich ihn getötet. Ich das auch immer andere Seite, übrigens, übrigens, Patrick hat dein Zepter genommen, nur so zur Info, Revi, ne? Okay, Patrick, ich spreng dein Haus. Ich hab gar kein Haus! Patrick, ich spreng jetzt dein Haus. Du hast auch so random so ein goldenes, verzaubertes Schwert, wo königliches Zepter drauf ist. Patrick, ich spreng jetzt 32 TNT bei dir. Patrick, spreng jetzt 32 TNT bei dir. Oh nein! Nicht mein Lager! Wo ist meine Pickaxe und Co.? Wo sind die Sachen hin? Patrick, ich spreng jetzt deine ganze Treppe bis nach oben hin. Nein! Nicht doch. Meine Treppe! Doch, deine Treppe. Nein! Doch. Nein! Patrick, kauf dir erstmal ein vernünftiges Mikro. Es hat mehr gekostet als eure Mikros zusammen. Bullshit. Stopp. Kevin, wo ist meine Pickaxe? Stopp. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab keine. Gib mir das Zepter zurück. Okay, ich hab kein Zepter, Mann. Patrick, ich spreng das jetzt hier. Revi, ich spreng dir alles in die Luft, wenn du mir jetzt nicht mein Pickaxe wieder gibst. Ey, ich habe deine Sachen nicht. Du hast mich getötet. Wo sind meine Sachen hin? Patrick hat die genommen. Wie oft? Ja, auf jeden Fall. Ich hab die genommen. Wo hat Patrick die dann hingepackt? Ich weiß es nicht. Kevin, wo hast du ihn getötet eben? Hier, Baby, ne? Wenn du genau hier. Ja, hier lag aber kein, die Sachen lagen ich nicht. Ich hab die Sachen, Ich hab die nicht. Das war eine bestverzauberte Pickaxe. Patrick. Early Boy, guck mal, ich hab dir bei allem geholfen. Warum soll ich deine Sachen dir klauen? Nein, ich frage, wo du ihn getötet hast, wenn war Revi da, sagt ja, ich hab den da hinten, da wo du gerade bist, an der Brücke getötet. Revi, wo ist das? Sonst spreng jetzt alles in die Luft. Bitte, ich hab grad schon eins gesprengt. Nicht meine Treppe, bitte nicht. Nein, aber ich hab einen Baum bei dir gesprengt. Ich werde noch weitere Bäume sprengen. Oh, okay. Der Early Boy macht keinen Spaß gerade, ohne Witz. Oh, was, oh Gott. Wer ist denn hier gegen wen? Was macht der überhaupt? Ich weiß nur nicht, wo ich R5 soll. Ich glaube, glaub, die Sprengung in Revis Haus wird interessanter werden. Oh Gott. Nein! Oh, der Hund darf mich verletzen. Du geistig behinderter Mensch. Mann! Junge, hör auf, Mann! Guck mal, ich hab diese... Ich geh nach Patrick. Hast du hier irgendwo TNT platziert? Und springen nur Bäume. Mehr Henrik? Als genug dabei. Ich will wissen, wo meine Sachen sind. Henrik? Patrick, Henrik, ich hab deine Sachen nicht. Wo sind meine Sachen? Wenn eine Stufe fehlt, ne? Ja, Patrick, ich hab nur Bäume kaputt gemacht, wirklich. Ja, nur Bäume, Digga, trotzdem, ich muss das alles reparieren, das sieht so unschön. Ja, pflanzen einfach Neues, okay. Ja, mach, schnell, mach. Nein, mach. Henrik ist nicht mehr da. Early Boy, wo ist eigentlich meine Rüstung? Early Boy, ja, du farmst mich. Revi, jetzt ne? Verpiss dich doch, sonst mach ich's gleich wirklich. Töte ihn, Digga, töte ihn. Revi, wenn du mich jetzt tötest, ich schwöre dir, ich sprenge alles TNT, was ich besitze, in deinem Haus. Egal, wenn du mich jetzt tötest, verspreche ich dir, warum kommst du mir jetzt schon wieder so an, du Bastard? Ich werde dir was tun, wenn du es jetzt machst. Du hast gerade auf mich geschossen. Ihr tötet sowieso im Grund. Ihr tötet mir reicht es, ich trinke diesen Trank. Ich trinke diesen Trank, was ist das? Und jetzt geh ich rein. Keiner kommt in mein Haus rein. Ey, ich darf. Nein! Neuer König! Ich werde neuer König! Hör auf, Mann! Ich verdiene es! Ich! Revi, wenn du mich tust, ich schwör's dir, ich spreng sofort dein komplettes Haus in die Luft. Alles, was ich besitze. Oh, mach die Scheiße! Du musst nicht was machen! Reiß die Hütte ab! Reiß die Hütte ab! Bitte! Das ist so cringe! Was ist los mit dir, Revi? Oh nein! Boah, die misten sich alles zusammen, es ist wie so cringe! Wie aggressiv wird, Junge! Tempo ist schon völlig verzweifelt! Okay, es ist aus! Oh Gott! Das Spiel ist aus! Early Boy, ich hab deine Pickaxe gefunden! Early Boy, war ein Efficiency! Boah, Early Boy! Early Boy! Hat deine Pickaxe Efficiency 5? Ja! Ich leg dich gut, Kevin. Ey, es ist mir scheißegal, jetzt ist es zu spät. Ich hab dir gesagt, tötest du mich, spreng ich alles in die Junge, du hast die ganze Zeit mit Feuerzeug da gestanden! Wir lassen das nicht zu! Ich leg dir vorne den Thronsaal, ich leg dir vorne den Thronsaal. Ja, Patrick. Wenn jetzt alle meine Sachen wieder da sind aufgenommen. Und mein Brustpanzer genauso, dann können wir nochmal weiter. Patrick hat das alles, Patrick hat das. Ja, aber wenn du, ja, dann musst du jetzt Patrick. Was kann ich denn dafür? Ja, dann musst du Patrick töten, wenn du ihm die Sachen aufhältst. Ja, Patrick packt die Sachen gerade schon in seine Ender-Chest. Okay, ist es vorbei. Ja, was soll ich jetzt machen, Early Boy? Ich kann nicht. Du hättest ihn töten können. Patrick, hol die Sachen da raus. Patrick! Du paar Sachen, Digga! Early Boy, hier liegen noch ein paar Sachen, schnell hol sie dir. Du Ratte, was bist du jetzt auch mal für ein 31er geworden? Early Boy, hol dir die Sachen, die liegen hier.
Boah. Zander hat sie geklaut! Jetzt klaut Kevin sie gerade! Ja, ich sammle die Sachen auf, weil ich Early Boy die wiedergebe. Ja, ich auch. Das Einzige, was ich habe, sind Eier. Tandy! 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 Der Junge ist auf dem Tandy! Junge, du machst mir gar keinen Schaden, auch trotz deines Pranks, Mann. Leute, schreit hier doch nicht so rum, Mensch. Wir sind doch sozialisierte Menschen hier. Wir können doch ganz normal reden. Oder ich hab die nicht mehr, die hat Patrick genommen. Oh, ich regiere die Stadt. Guck mal, hier sitzt auf deinem Thron, ne? Patrick, Hände, die Sachen auf und muss regeln. Early Boy, trink erstmal Wasser mit mir, Early Boy. Trink erstmal Wasser mit mir, komm. Ein Wasser, Early Boy, lecker. Den Pfand kannst du halten. Ja, yeah, meine Zander, Burger. Hier, trink auch was. Zander, trink das hier. Zander, hier, trink. Nimm diese Spenden. Zander, trink. Was seid ihr denn jetzt für... Mein bestes Schwert ist weg, mein Power 4 Bogen ist weg. Ey, was soll denn das? Ich war das doch gerade gar nicht, Mann! Ich hab doch selber abbekommen! Du weißt schon, dass das ein Gifttrank ist? Was? Den ich dir gegeben hab? Ja. Nein, ist es nicht? Das hier ist eine giftige Kartoffel, guck! Boah, lecker Wasser! Ich will jetzt meine Sachen haben! Early Boy, trink erst diesen Trank! Nein! Trink den Trank, Early Boy! Trink den Trank, Early Boy. Hab ich. Da ist die Leere. Den anderen. Hab ich. Ich hab keinen anderen Trank. Patrick, du. Ich bin König, jetzt wieder lass mich! Junge, ich hab dich einfach! Patrick wurde beim Versuch, Herr Winzer zu verletzen, getötet. Was ist das denn für. Das müsste ich mal kriegen, wenn ihr mich immer haut, ey. Yes. Reparieren, Zander, reparier bitte mein Haus jetzt. Patrick, du bist der Schlechteste. Du bist sogar schlechter als Early Boy. Nö. Leute, akzeptiert, dass ich nicht der neue König bin. Ey, wo sind meine Sachen jetzt? Zander, reparier mein Haus. Zander, reparier mein Haus. Baby, wo sind meine Sachen? Zander, reparier mein Haus. Drei. Zander, reparier mein Haus. Zwei. Zander, reparier mein Haus. Zander, reparier mein Haus. Also, du weißt schon, dass das Haus gerade brennt, ne? Was? Du weißt schon, dass das Haus gerade brennt. Alter! Early Boy! Bist du geistig behindert, Junge? Early Boy, das geht zu weit. Ich habe nicht gewarnt! Aua! War das nicht? Du Affenkind, Junge! Du hast eben dafür gesorgt, dass Patrick meine Sachen einsammeln konnte. Patrick hat mir meine Sachen nicht wiedergegeben. Alter, ich hab's dir mehrfach gesagt. Die Brücke brennt ab. Early Boy, ich mach jetzt dein komplettes Haus kaputt, ne? Alter, warum wird die Brücke wieder angezündet? Zander, wieso sprengst du die Brücke an? Warum? Ich mach doch gar nichts, ich lösch das gerade. Junge, ich hab doch gesehen, dass du sie angezündet hast. Ich habe hier nichts angezündet. Junge! Baby! angezündet, Mann! Ja, jetzt reicht es, jetzt dreh ich auf, Kamerad! Jetzt dreh ich durch, Leute! Alter, kommst du gerade, Kevin? Zander, wenn er kommt. Vernichtet! Komm, Zander! Vernichtet! Und jetzt bist du auch noch dran! Du bist auch noch dran! Kevin ist der Terminator! Ich bring euch alle um! Ich bring euch alle um! Kevin? So, ich hab mich beruhigt. Oh Mann. Gar keinen Sinn gemacht, das war Early Boy, aber okay. Und ist Revi jetzt gerage-quittet? Keine Ahnung, ich hab versucht auch noch umzubringen. Battle-Lock gemacht, macht den Varo auch immer. Geht gar nicht. So. Warum bist du jetzt auf dem Server, Revi? Ich wollte kurz das Weihnachtsspecial angucken. Was für ein Weihnachtsspecial? Heute gibt es nichts. Ey, die Brücke brennt! Brennt jetzt echt? Heute musst du, glaube ich, 8 Runden Bedwars spielen. Hey, warum hat denn jetzt meine Szene gewechselt? Guck mal, ey, wieso brennt die Brücke, Leute? Da kriegst du einen Pfeil ab. Also, ich sag das gleich, ne? Die Brücke repariere ich nicht nochmal, Revi. Ja, das war Zander. Ich hast du die nicht erst vor ein paar Tagen repariert? Ich repariere die nicht nochmal. Revi, ich weiß nicht. Meine Fresse. Wer war das und denn? Early Boy, ich weiß nicht, ob der ein paar Sachen von dir eingesammelt hat, Zander, ne? Keine Ahnung. Zander, die habe ich eben gesehen. Damit lass uns jetzt mal alle beruhigen. Kevin, hör mal bitte auf. Wo sind alle meine Sachen? Wo sind meine Kevin, hör mal bitte auf, mich zu töten jetzt. Ja, dann hört ihr alle auf, jetzt hier gegenseitig die ganze Zeit so ein Beef zu schieben, Mensch. Da, wo ich gestorben bin. Oh, nö! Die Brücke wurde einfach angezündet, wobei ich auch noch mitgeholfen habe, ja? Jetzt nimmt sich jeder einen Stuhl und ohne Witz, wenn ihr mir alle jetzt weiter auf den Sack geht, da werde ich euch alle töten, einfach. Wir sprechen uns gleich alle mal aus. Bring mich um, Zander. Ist ja komplett ab. Ey, ganz ehrlich. Bring mich um, dann hast du die Sachen. Ich will nach Hause. Hey, du hast deine Rüstung da an. Nein, das ist deine.
Early Boy, ich spreng jetzt bei dir auch noch was, ne? Revi, ich habe dich mehrfach vorgewarnt. Ich habe gesagt, wenn du mich tötest, werde ich alles von dir in die Junge, wenn du warum, getötet. Early Boy, warum zündest du die Brücke noch zusätzlich ich an? Ich habe die nicht angezündet. Das schreibt alle war ich gerade im Chat. Alle ja, dazu war ich aber nicht was. In der Lage. Ich war gar nicht an der Brücke. Dann hättet ihr mich ja gesehen. Early Boy, du reparierst das hier alles. Scheiß werde ich tun. Okay, dann mach ich bei dir jetzt alles kaputt, Early Boy. Ich habe den besten Brustpanzer, den ich hatte, verloren. Ich habe meine beste Pickaxe verloren. Das sind alle meine Sachen weggegangen hier. Wegen mir. Ja, ich stand da einfach nur rum und dann fingst du an, mich anzugreifen. Junge, weil du die ganze Zeit mich verraten hast. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Ich stand da nur rum und habe gerade mir Sachen gecraftet. Ja, Early, das steht null in Relation. Die Sachen waren gesaved. Halt Schnauze. Die sind gesaved. Junge, die Sachen hat noch jemand und das Haus ist kaputt. Ja, habe ich meine Sachen jemals wiederbekommen? Nein. Ja, die hättest du aber wiederbekommen. Nein, Scheiß hättest du getan. Natürlich. Scheiß hättest du getan. Ich hab immer die Sachen nach einer Zeit zurückgegeben. Ja, nach einer Zeit. Ich brauch die jetzt. Wofür brauchst du die? Damit ich vernünftig bei ihr auch vorankomme und nicht die ganze Zeit verrecke, so wie du. Digga, ich nehm meine Streams und Folgen auch mit Eisenrüstung. Ist auch nicht so schlimm. Ist mir doch egal. Ja, wie ist mir doch egal? Das kriegt man auch hin. Es interessiert mich doch nicht, wie du das machst. Ich habe meine Sachen verloren, da Grevi. Hast du eben nicht? Zander hat die. Zander hat die Brücke angezündet, während Revi hinterher gelaufen ist. Komplett weg. Digga, ich habe meine Rüstung auch schon 5-mal verloren. Ja, ist mir doch egal. Ich heule trotzdem nicht rum. Ist mir doch egal. Ja, ich heule aber nicht so viel rum. Ist mir trotzdem egal. Boy, ich spreng jetzt bei dir dein Haus noch, ne? Ja. Ja, Revi, wenn du mein Haus meinst, in Luft zu sprengen, dann mache ich den Rest auch noch. Dann hast du nichts mehr. Early Boy, du hast schon alles bei mir kaputt gemacht, du dummer Noppensohn. Der Boden ist aber eben kurz neu einsetzbar, Mann. Junge, die ganzen Tische, das Gold von dem Thron. Bist du geistig behindert oder deine Eltern Geschwister? Steht da doch noch und den Thron hat Petrin in die Luft gesprengt. Early Boy, du machst das jetzt alles heil oder ich töte alles bei dir. Ich wenn ich meine Sachen kaputt. Wieder hab, mach ich gerne deinen scheiß Junge, ich kümmere mich heute um deine scheiß Sachen jetzt. Du hast sie doch nicht gemacht. Early, hör zu. Revi hat gerade gesagt, dass du entweder das alles reparierst oder er tötet alles bei dir. Also mach das jetzt. Ey, du hast ja auch ansonsten passiert dasselbe wie. Passt die halt nur die Schnauze! Early Boy, ich meine das ernst. Ich hab 2 Stacks TNT. Ich zünd die komplett bei dir. Ich mach deine ganze Insel weg. Ja, okay. Dann wirst du nicht mehr froh werden. Doch, ich werde noch froh werden. Nee. Revi, du hast nicht mein Haus gebaut, du fauler Bastard. Ich habe ein fucking Haus gebaut die letzten 4 Folgen. Junge, sieht scheiße aus. Sieht aus, als hätte es ein geistig Behinderter mit Down-Syndrom gebaut. Scheiße Mistgeburt. Aus. Guck dir doch dein Haus an, wie scheiße das gerade aussieht. Ja, weil du es kaputt gemacht hast, du Nuttensohn. Ja, weil du meine Sache dafür gesorgt hast. Einer Blutpistel-Hafentranze, Alter. Die Hütte ab. Ich fick jetzt deine Scheißinsel, Early Boy. Finn, da muss eine Gerichtsverhandlung her. Nein, es gibt keine Gerichtsverhandlung dafür, dass du was kaputt gemacht hast, Early Boy. Du wusstest, ich hab der Leiden und du hast meine Sachen kaputt gemacht. Was habe ich kaputt gemacht? Ja, meine komplette Brustpanzer ist kaputt. Junge, ich habe sie alles dahin gelegt. Was kann ich denn dafür, wenn wir anders noch läuft? Ich habe sie nicht gehabt. Ich habe gesagt, Petrit hat sie in deine Enderkiste getan. Ich glaube, Revi hat dein Haus kaputt gemacht. Du hast sein Haus kaputt gemacht. Petrit hat das Haus von Gamerstime kaputt gemacht. Und Gamerstime hat das Haus von niemandem kaputt gemacht. Aber wiederum hat Petrit das Haus von Revi auch ein bisschen zerstört. Ich habe nichts gesprengt. Ich habe nichts gesprengt. Voller Kindergarten hier. Ja, okay, Rese. Ich lasse dich aus dem Kopf kommen. Nennt man Bildungsfernsehen. Meine Güte. Early Boy, deine Insel leidet jetzt. Genau jetzt. Dann glaub mir, dann mache ich den Rest deines Hauses auch noch kaputt. Junge, womit willst du es kaputt machen? Ich mach deine Enderkiste bei dir kaputt. Ja, und? Alter, merkt ihr nicht, dass das hier immer in sinnloser Zerstörung endet? Junge, ich will jetzt meine Rache. Fertig. Ja, was willst du dagegen machen, Petrit? Wenn du Rache bekommst, was willst du dagegen machen? Unser großes Problem ist einfach, dass alles Dummköpfe sind. Ich sag euch jetzt mal, was das Problem hier ist. Das Problem ist halt einfach Petrit. Ja. Ja! Petrit! Ja, komm, pass mal auf. Guck mal, ich glaube, dass Petrit nämlich einen dunklen Einfluss auf uns hat. Der ist auf dem Server und schon beginnt hier das Chaos überhaupt. Überleg doch mal, der will die ganze Stadt in Chaos stürzen als König. Deswegen, ich kann auch überhaupt nicht verstehen, wie man überhaupt den Gedanken hegen kann, den überhaupt zu wählen. Ja, also, wenn, dann würde ich an eurer Stelle. Würde ich lieber mich wählen, also Kevin, ja? Ja, das stimmt. Denn ich werde diese Stadt definitiv, sag ich mal, für friedlich erklären, ja? Und dafür will ich sorgen. Das habt ihr gerade schon gesehen, ja? Wenn sich hier 2 streiten, dann greife ich da ein und dann vernichte ich einfach beide. Oh, Kevin! Das führt zu nichts! Ja, das, was du machst, führt zu nichts. Ja, genau. Deine komische Politik, die du dir vornimmst. Ich schenke euch 10 Diamanten in der Digga, Woche. Digga, genau so erfolgreich wie Albanien in der Wirtschaft. Das ist genau so, wenn ich Craft wegführe. Ja. Alleine jetzt schon sollten wir spätestens das nicht machen. Was? Petrit, warte. Was? Warte nein, einfach, töte Petrit. Mich nicht.
Was? Patrick, warte. Ja. Patrick, warte einfach. Okay. Early? Was? Hör mir mal ganz gut zu, ne? Was? Die Sache ist die. Du gibst mir jetzt meine Rüstung zurück, die du hast. Ich habe von deiner Rüstung nichts mehr. Das ist alles weg, weil mich irgendein Spacko eben getötet hat. Da spreche ich dein Haus. Ich habe nichts mehr im Besitz. Okay, ja, die ganzen Kisten sind weg, ne? Alle deine Kisten. Revi, okay, pass auf. Wenn du eben getötet, wenn ich gestorben bin, wenn du Early Boy sein Haus sprengst, spreng ich deine ganze Treppe und dein Haus. Ja, und dann? Und wenn du das machst, dann spreng ich dein Haus, deine ganze Treppe. Mein Haus! Ja, jetzt war's. Oh, reicht. Oh! What the fuck? Alter! Das war ich nicht, das war... Das war Petrit, hab ich eben genau gesehen! Hat Petrit... Kevin! Wenn du Petrit tötest, kriegst du 10 Dias von mir! Du hast mir keine Diamanten gegeben, die töte ich auch so. Warum steht da hinten? Hat er bei dir gesprengt? Ja, mein komplettes Haus ist nein, Arsch. Nein! Ich baue dir alle Sachen neu! Ich baue dir das neu! Du kannst mich mal am Arsch lecken! Alter, er ist so und Mann, jetzt so mal auf! So, Petrit, deine Treppe ist jetzt dran. Das macht doch keinen Sinn! Ich beschütze das Volk vor dir und das geht so nicht. Du bist aber kein König. Strafe muss sein, Gerechtigkeit muss hier herrschen in dieser Stadt. Revi, ich weiß genau, dass du ihm das TNT gegeben hast. Hab ich nicht, Junge. Er war in seiner Enderkiste. Early Boy, soll Petrit leiden oder nicht? Ja, natürlich. Nein, leiden. Okay, Petrit, komm zurück, dann kannst du dir angucken, wie deine Treppe gleich in die Luft fliegt. Oh nein. Daran habe ich voll lang... Also... Ja, Early Boy hat auch lange an seinem Haus gebaut. Wir folgen das Haus stehen. Early Boys Haus sieht echt aus wie ein Haufen Scheiße, wirklich. Digga, ehrlich, aber in Early Boy Arbeit ist das schon sehr viel. Weil ich finde, dein Haus sieht viel beschissen aus, Revi. Da fehlt einfach die Hälfte der untersten Etage. Junge, ja, weil du es abgebaut hast, du Pennergesicht, Mann. WTF. Hä? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich ehrlich mal sagen, König wohnt in einer Bruchbude. Early Boy, war das alles? Oh. Junge, hier brennt's, Alter. Early Boy, dein Haus brennt. Revi! Junge, war das nicht? Ich löcher es gerade, du Bastard! Bist du geistig auf den Kopf gefallen oder was? Junge, ich hab's gerade gelöscht, Mann! Gelöscht? Hey, war das denn eigentlich? Dann muss ja jemand hier in der Nähe sein, ich seh jetzt. Revi hat ihm das TNT gegeben, schreiben mir gerade alle Leute hier. Ja, weil Patrick mich danach gefragt hat, weil er sich verteidigen wollte. Ich war das nicht, also ey. Kevin, ich hab ihm das TNT nur gegeben, damit er sich verteidigen kann, Patrick. Kevin, ich hab dir gegeben. Revi, guck mal, ja, jetzt ist vorbei. Guck mal, Kevin, du kriegst einen Stack Dias, wenn du Revi tötest und mir jetzt eine Dias raushändest. Was willst du denn, du Bastard, Junge? Ich hab's gesehen, wie du gerade mein Haus wieder angezündet hast. Bist du geistig behindert? Guck mal, du kotzt mich so an mit deiner Dummheit. Du intolerantes Stück Scheiße, Mann. Wie kann man so dumm sein? Ey, aber ohne Witz, ne? Überall, wo du bist, Revi, geht auch alles kaputt. Eben bei Zander, jetzt bei Early Boy. Ja, irgendwas stimmt Junge. Hier nicht. Ich helfe Early Boy sogar gegen seine scheiß Zombies hier gerade, Alter! Jedes Mal, wenn ich mich gerade dir dem Rücken zuwende und mich wieder umdrehe, steht mein Haus im Brand. Hier ist kein Mensch. Mal gar nicht. Ich habe Patrick das TNT gegeben, dessen muss ich zustimmen, aber nur, weil Patrick mich danach gefragt hat. Wo habe ich ihn gefragt? Junge, Patrick, Teamspeak. Nein! Kurz überlegen, so. Nein! Ich rette dich, Early Boy. Ich rette dich, alles gut. Ach, Kinder. Hier, Early Boy, möchtest du ein bisschen TNT haben als ja? Wiedergutmachung dafür, dass Patrick was kaputt gemacht hat bei dir? Hier. Vielen Dank. Auf zu Patrick! Was? Ja, auf zu Patrick! Auf zu Peter Kotter! Mistgabeln und mit Fackeln. Mann, ich bin doch gerade erst bei Early Boy angekommen. Hört auf, ich fick euch auseinander, ne? Okay. Ich weiß manchmal nicht. Ich fick euch nicht in Minecraft, ich zerstöre euch im Real Life, Digga. Da gibt's ja Spaß mehr. Das hat sich so falsch angehört. Patrick sagt, ich fick euch auseinander. TNT. Meiner Meid. TNT. Ey Leute, ist euch jetzt aufgefallen, dass heute die ganze Stadt fast explodiert ist? Nee. Du hast nur die halbe Stadt angezündet. Ich war das gar nicht. Du Hurensohn. Was machst du denn die ganze Zeit mit einem Feuerzeug? Ich? Was ich mit dem Feuerzeug mache? Ja. Für den Ernstfall Gegenschlagmöglichkeiten haben. Das mache ich. Gegenschlag? Ja, naja, das hört sich jetzt ein bisschen nicht so königlich an, ne? Early Boy, wo bist du? Verrate ich dir gleich. Ey, ich räche mich jetzt bei Patrick, ne? Digga! Du wolltest mir das mit Early Boy anhängen, Alter! Ja, Digga, steh einfach dazu! Komm, ich geb dir TNT und du machst direkt Scheiße damit. Jetzt denkt Early Boy, ich war das gewesen, du Bastard! Geh weg von meinem Haus, ich schwöre. Ich repariere jetzt einfach mein Haus. Ja, gut so. Geh einfach weg, Alter. Schlechtester König, den wir je hatten, ne? Stimmt doch gar nicht, er hat mich zum Verkehrsminister ernannt. Ja, Digga, das kann ich auch machen, Digga, das kann jeder!
Mann, yo, du bist ein Kessel. Er war der Erste, er hat sich zugetraut. Was? Geh weg! Stuhlkreis, Stuhlkreis. Ja. Bitte hilf mir! Was? Ich? Och, oh, 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 oh. Wie die wie Mädchen schreien. Junge, Ali, Mann! Junge, wenn ich wegen dir meine Schwester jetzt auch wegnehme, ich komm zu dir. Ich weiß zwar nicht, wo du wohnst, aber ich komm zu dir und dich. Was schaust du denn eigentlich zu? Jetzt ist sie wach, toll. Oh, jetzt hab ich hier richtig alles explodiert. Oh, Rage Quit. Weißt du, er heult rum, macht keinen Spaß mehr, ne? Ein bisschen fällt. Mein Haus ist komplett weg, du Spacko. Dein Haus war so hässlich, Early Boy. Also seitdem mein Haus kaputt ist, das hässlichste Haus von allem, Alter. Hör mir zu, Mann. Ich hab noch nie so ein hässliches Haus gesehen wie das, Earlyboy. Das ist eine Beleidigung, dass du es überhaupt Haus nennst. Sehen wir das mal positiv. Blau, blau, blau. Early, hör mir mal zu. Stopp, hier kein Spaß jetzt, Kevin. Blau, blau, blau. Hey, hör mal, was soll denn das? Du hast mir ja gar nichts zu sagen, Mensch. Ich bin der König. Ach, du bist ein Lappen. Du stiftest die Leute an, sich gegenseitig zu zerstören. Was soll denn das? Nee, das stimmt nicht. Ja doch, das stimmt aber sowas von. Nein, eben frag Earlyboy. Eben, eigentlich müssten Patrit und Earlyboy sich verbünden und dein Haus in die Luft jagen. Warum was denn? Ja, eben gibst du Patrit TNT, damit der bei Earlyboy sprengt. Ey, so und dann Bock, gibst du Earlyboy TNT, damit er bei Patrit sprengt. Nee, Patrit, ich spreng jetzt dein Haus. Nee, okay. Macht, was ihr wollt. Ist mir scheißegal jetzt. Ich glaube, der ist echt angepisst jetzt. Wer? Earlyboy? Earlyboy, reparier ja, mein Early Haus. Earlyboy, genau. Earlyboy, reparier mein Haus. Junge, du bist so kaputt, ne? Ohne Scheiß. Earlyboy, reparier mein Haus. Nein. Dann spreng ich deins. Es ist doch schon kaputt, was ist denn hier noch zu retten, nicht? Alter, okay. Ich höre jedes dritte Wort, was ich höre, sprenge. Ich finde, wir sollten mal eine TNT-Steuer einführen. Zander, ich spreng deinen Damm. Um noch ein bisschen Geld in die Kasse zu spielen. Ich spreng deinen Damm in meinem Cock, Junge. Ich hau den voll dagegen, dass er platzt. Oh Gott. Dann platzt der auf und du blutest und scheißt gleichzeitig. Wenn das seine Mutter hören würde. Ja. Ich bin seine Mutter. Oh, heftig. Earlyboy, entschuldige dich wenigstens bei mir. Wofür denn? Dafür, dass du mein Haus zerstört hast, das vom König. Hast du dich dafür entschuldigt, dass meine Rüstung meine komplette Geilsack verloren hat? Du bist ein König, hin und her, du bist kein König. Kevin, rechte Hand zum Angriff. Ja, der hört doch gar nicht auf dich, du bist kein König. Kevin, du bist schlecht zu rechten von allen, weißt du das? Ich unterstütze dich einfach nicht mehr, weil das, was du machst, ist einfach zu übertrieben gerade. Was mache ich denn gerade? Ja, du hetzt die Leute alle gegeneinander auf, was ist das denn für ein König? Hä? Ich versuche zufrieden stiften. Ja, Patrick, spreng bei Earlyboy. Ey, Earlyboy, soll ich dir TNT geben, damit du bei Patrick sprengen kannst? Was ist das denn für ein Frieden stiften, bitte? Ich hab so Angst, einen Frieden zu sagen. Durch Gewalt. Ja, das habt ihr selber gefeiert vor ein, zwei Streams noch, muss ich ja mal sagen, ne? Da war ich auch sehr dagegen. Frieden Supporter durch Gewalt. Gehabt, dankeschön. Das ist nicht so schön. Ich bin Stuhlkreis Mann, für Frieden. Ey. Ja, ein Stuhlkreis. Oh, alle hassen warum mich hat Lucy heute 150 Euro bei dir donatet? Wieso? Die will ran. Ja, das soll sie machen. Lucy, wieso? Warum machst du diese? Fuck mein Life, Alter. Ach, oh. Petrit. Aber du musst halt sagen, wenn du wirklich weinst oder so, ne? Wenn es dir nicht gut geht, dann musst Early du Bescheid sagen. Earlyboy, zündet das Schild an, Early Island. Ja, wieso? Es könnte doch sein. Nee, der hat doch keine Emotionen. Earlyboy. Ich hab schon mal geweint wegen Craft Attack. Zündet das Schild Early Island. Wer hat, warum ist hier Wasser jetzt in meinem Haus? Das war ich kurz, sorry, ich hab das hier oben ja, repariert. Okay, chill, chill. Okay. Oh, Digga, ist. Ja, schön, kann ich jetzt so. Erstmal die ganze Nacht jetzt wieder mein Schlafmodus ficken, um das zu reparieren, Mann. Oh. Elderly Eve haben sie gerade alle geschrieben hier im Chat. Ist aber auch so, Elderly Eve wirklich. Ja, Earlyboy, das wolltest du doch eh weg haben, oder? Baby? Ja. Willst du da ein komplettes Haus verlieren oder was? Junge, ich mach meinen eigenen Troll gerade weg, was willst du? Das ist Craft Attack Verordnung Paragraph 2. Ja. Ich fand das schön, ich hätte das gern behalten. Vor allem mir den Kack kaufen als Haus, den finde ich schön. Kevin, ne? Wie der ist. Kein Problem, verarschen? Ich komme sofort wieder. Den ich will den Kack kaufen behalten. Ja, okay, hier. Ja, der brennt gerade auch ab. Revi, hast du ein Schwert mit Looting? Ja. Kannst du ein paar. Ich mach ein paar Kuhbabys, kannst du ein paar Kühe töten? Kuhbabys, Eve. Ja. Ja, aber ist okay. Auch ein bisschen Leder. Revi, lass meinen Kack kaufen heile. Der Kackhaufen bleibt heile, Early Boy, aber das Schild muss weg. Der hat die Bauaufsicht nicht erlaubt. Ja. Wenn du den Rest auch noch abbaust von dem Early Island. Oh, da ist ein Lama bei den Kühen. Oh, zwei. Oh. Ja, kommt alle her. Diese Stille. Oh. User joined your channel.
Was ist das? Es war Gottes Wind. Alles klar. Alter, ist das ein Chaos hier. Heute war eine richtige Eskalation hier, ey. Nee, fand ich nicht. Ich fand das unnötig. Mann, was soll das? Ganz ruhig, Leute. Zickig. Ganz ruhig. Baby, du zündest gerade mein zweites Haus an. Alter, wo brennt es? Oh Mann, gut, dass ich den Stream auf hab. Was passiert da? Wo? Egal. Wo ist denn das Schwert mit Looting? Hast du was dabei, Revi? Ja. Ja, ich hol dich mal schnell. Eve, was hast du mit mir eigentlich angestellt? Bitte? Immer wenn ich sterbe, wache ich in deinem Bett auf. Ja, das möchte ich jetzt locker hier so... Wie, und vorhin sagst du noch, du willst mich heiraten. Mann, meine Sache! Ja, erzähl's doch keinem jetzt live auch noch, Petrun. Weißt du? Ich möchte mal ganz kurz anmerken, Zitat Petrun eben, ich hab auch alle meine Sachen verloren, heul nicht rum. Ja, aber hast du fünfmal? Das ist nur die Relation. Und du hast ja auch angefangen, eigentlich. Du hast ja meine Sachen als erstes genommen. Weißt du, ich meine? Achso, übrigens, Revi? Ja? Am Samstag ist Gott wieder bei mir. Der erwartet, dass die sein komm, Haus... Komm bitte nicht mit... Ich rede mit Revi. Ich rede gerade nicht mit dir. Der erwartet... Erwartet, dass bis Samstag sein Haus fertig ist. Wenn das nicht sein sollte, dann wird dich der Zorn wieder treffen, soll ich dir ausrichten. Nein. Was ist mit Revi? Was? Ich will nicht reden. Ist auch gut so, Digga. Mit sowas will ich auch nicht reden. Na, Spaß. Ich will mich bitte zum König kämpfen. Also, ich muss mal aufnehmen. Ey, Zinus! Zinus, viel Erfolg. Du willst mich, ne? Ja, schick mir einfach. Ich hab die Cordis von Kevin verloren. Schick mir einfach jetzt die Cordis von Claybium, okay? Ich geb dir noch die letzte Chance, dass du Ja, ich schicke die jetzt sofort und du gibst sie auch nicht weiter, ne? Nein, ich geb die nicht weiter okay, und ich wähle dich dann. Kriegst die jetzt. Kannst du aber selber eine Koordinaten ausrechnen, ne? Ich bin käuflich, es tut mir leid. Oh, Revi, warum baust du denn das ganze Haus ab? Gib das TNT, Early Boys, meinst du? Du wolltest gerade mein Haus in die Luft sprengen. Gib das TNT, ich schieße 3, 2, 1 und Schuss. Ah! Revi zündet schon wieder TNT bei mir im Haus. Stimmt nicht. Doch. Baby, gib mal dein Schwert, du kriegst Moment, so lange meins. Gleich. Komm mal her. Ich möchte die Kühe töten damit. Wie sofort? Ins Dschungel. Ich bin gerade bei Dschungel. Komm! Was? Komm! Was denn? Komm her! Was denn? Ja, warte kurz, hier. Auf die Grafischer dann. Komm! Was denn? Eve, komm jetzt! Nee! Ich geh nicht über die Druckplatte. Eve, komm. Ach so, ey. Gib das TNT her, ich bring dich um. Gib das TNT her. Oh Gott, lass mich da raus! Stop. Oh Gott, jetzt gib mir dein Schwert doch mal. Moment, so viele Screenshots, muss kurz Überblick verschaffen. Och, Revi, mach doch. Nee, ich kann das hier nicht geben. Ja, dann kriegst du meins. Revi, was soll? Ich hab keinen Bock mehr, ne? Oh. Ich kann TNT zurückholen. Ich such dir jetzt die Karte. Jetzt gib mir das. Hey, Boy! Schick mir den dann einfach in Discord. Ich bin dann schon mal weg. Ja, ja, okay, hau rein. Ciao, Jo, ciao, Zinos, schönen Abend noch. Ja, einziger vernünftiger Mensch. Ja. Tschüss, mach's gut, schönen Abend noch. Eve, ich auch. Nee, ja, geht. Eve, jetzt gibt's folgende Möglichkeit. Entweder gibst du die Sachen jetzt wieder oder ich töte dich. Jetzt bin ich traurig. Ich will die Sachen vor dir beschützen. Okay, Early Boy, dann ist dein Haus kaputt. Kannst du mal am Arsch lecken? Das sind doch gar nicht deine Sachen, das sind Petrus seine Sachen. Lucy, hör auf zu donaten, bitte. Sie hat schon 200 Euro donatet. Bitte, hör auf. Bitte. Jetzt gib mir das Schwert doch. Bitte, versucht. Ach, Thunder hat sich, glaube ich, gemutet. Schade. Oh, jetzt sind die Sachen alle weg. Revi, gibst du mir jetzt das Schwert, damit ich damit Kühe looten kann, oder nicht? Ich komm mit. Kühe looten. Wir sind jetzt quitt. Wir sind gar nicht quitt! Meine ganzen Sachen sind weg! Ja, ich war das nicht. Natürlich war das! Alter, ich hab dem gerade erst alles geschenkt, Mann! Ich war das nicht, Kevin! Oh, ohne Witz, ich schwör, ne? Ich werd morgen den Gigatroll machen hier, ohne Witz. Den Gigatroll, ihr werdet alle morgen online kommen und ihr werdet irgendeine Scheiße bauen. Nein, 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 Kevin, nein, bitte. Ich dreh komplett am Rad. Nein. Ich schwör euch das. Kevin, wieso hast du mein Haus zerstört? Ich hab das beste Schwert verloren, ich hab die beste Wieso ich dein Haus zerstört habe? Ja. Okay, pass auf, ich zeig dir, wie das Haus aussieht, wenn ich damit fertig bin. Und ich zünd das an. Dann ist mir egal. Da können deine Zuschauer mich flamen, wie die wollen. Ich zünd dein Haus gleich an. Baby hat sie zerstört. Dann siehst du mal, wie das Haus aussieht, wenn ich das kaputt gemacht habe. Jungs, ist doch schon ganz kaputt wegen dir. Ja. Deinetwegen heißt es. Ja. Wer ist nicht hier? Das hat Revi alles zerstört. Es war nicht alles ich, Early Boy. Du hast TNT gezündet. Ich bin immer noch der König dieser Stadt. Kannst du überhaupt Arsch lecken? Wegen was für einer Kacke hat das mich noch? Eigentlich, also ich finde den König gut. Ja. Die Kacke hat angefangen, weil er hingegangen ist und mich grundlos getötet hat. Ich war toller, doch nicht. Toller König, der nur die Leute tötet, die schwächere Rüstung haben als er. Tanja hat mich auch getötet.
Finde, wir sollten uns alle gegen Revi verbünden. Und nein, bin ich nein. Okay, wenn du glaubst, du kannst gegen Leute mit fairen Kampf gewinnen, okay, dann greife ich dich jetzt an, Revi. Nein, dann ich kämpfen wir dich. Jetzt. Wenn ich gegen dich gewinne, dann werde ich deine Rüstung an Early Boy verschenken. Ich werde mich nicht wehren, Kevin. Ich werde mich nicht wehren. Weil du weißt, du hast keine Chance gegen mich. Nein, willst du wirklich gegen jemanden kämpfen, der dich nicht wehrt, du Unehrenmann? Bitte, was? Willst du wirklich gegen jemanden kämpfen, der dich nicht wehrt? Der sich nicht wehrt, Junge, du verbreitest hier gerade Terror in dieser Stadt. Ja, aber der Revi wäre für Stuhlkreis, glaube ich. Kevin, ich bin der König. Ja, und trotzdem kannst du die Leute einfach abschlachten, wie du willst. Doch, kann ich. Seht ihr, was für ein schlechter König Revi ist? Richtig guter König. Ich bin ja, der Minister. Oh, Basti. Was ist mit dir passiert, Mann? Hat er irgendwie so 5000 Euro gegeben oder was, Alter? Was nein, dabei, ich bin Alter? Verkehrsminister geworden. Ich bin der König, Kevin. Ja, Verkehrsminister, ich kann dich auch sogar... Keine Ahnung, Alter. Mit dir. Kevin, ich bin der König dieser Stadt. Ja, das ist schön für dich, dass du der König bist. Und trotzdem bringe ich dich nicht um, wenn ich Lust Digga. Habe. Ja, machst du nicht. So. Welch ja, König, Digga? Kevin, der hat das niemals gemacht. Kevin, wenn du mich umbringst, dann werde ich dich verklagen im Relive. Ja, ist nur egal. Das ist eigentlich erfahren. Er pullt den Eimer auf Dummnis, Alter. Ich komme nicht klar. Oh Mann, ey. Was? Ja, das ist so typisch deutsche Antwort. Ja, wenn du mir was tust, zeige ich dich an. Ja, wenn man sich so mit Argumenten also wehren kann, so muss man anzeigen. Baby, komm, die Kühe warten auf dich. Ja, ich komme jetzt ins Tor. Deutscher Bauer, Alter, ich komme nicht klar auf deine Deutschheit. Die belästigen mich! Auf meine Deutschheit. Das sollte jetzt bei dir im Haus alles soweit okay sein, fast, Patrick. Also, ich habe schon so gut es geht alles repariert. Ja. Ja, und bei mir im Haus, Kevin? Da musst du nicht, Digga, umstellen und so. Dein Haus, das kannst du selber reparieren. Junge, ist so unfair, ne? Nee, ist nicht unfair. Doch. Basti, möchtest du mir helfen? Ich trau mich immer nicht, Partei zu ergreifen. Aber Kevin, dieses Wahl ist an so Umständen und so, musst du nicht sein. Tut mir leid, ansonsten würde ich helfen. Was ist mit dir? Siehst du, Revi, keiner will dir helfen, weil in Wirklichkeit, im tiefen Inneren, wissen die, was du für eine Person bist. Ich bin ein guter König gewesen die ganze Zeit. Nein, warst du nicht. Also warst teilweise schon, ja, okay, aber teilweise halt, ne? Das hätte ja auch jeder hinbekommen. Oh. Revi. Ja. Alles soweit okay wieder, oder? Ja, danke. Okay. Alter, hä, wie schnell hast du das denn gemacht? Ich hab Kevin geholfen. Halt dein Maul, Revi, ne? Boah, bitte schweig. Er macht sogar mein Feld noch. Boah, Junge, du bist so... Kevin ist nämlich so ein Deutscher, der schreibt so auf Verpackungen, so, wann das abläuft, so Lebensmittel. So einer ist das. Und nicht in die Mikrowelle tun. Junge, halt abends hat einfach Lucy bei mir 200 Euro donated. Ich verstehe das nicht. Welche Lucy, Digga? Diese Pornodarstellerin? Ja, Lucy. Lucy, Kevin. Ja, ich hab die mal gesehen bei diesem 30-Tage-Stream von Simon. Da dachte ich so. Kevin, soll ich euch helfen? Geh weg, Digga, geh weg. Beim Haus reparieren. Du brauchst mir gar nichts hier reparieren. Der ist schon fertig, Digga. Der ist eine Maschine, Digga. Bevor du überhaupt dran denkst, ist er hier alles repariert, Mann. Kevin, reparier mir bitte auch. Nö. Nee, Digga, wir wählen uns gegenseitig. Wir werden dich stürzen, Digga. Ich schwöre es dir. Baby, bitte wählt nicht Kevin als König. Dann lieber Patrick oder am besten Eve. Alle außer Kevin heißt der Account. Vielen Dank für deine 4 Euro. Also, ich finde den Account teilweise okay. Eve, lass dich zum König aufstellen. Ja, ich würde dich auch wählen. Oh, was soll das denn jetzt heißen? Eve? Nee, ich hab viel zu viel Angst. Ja. Ersetzt du mir meine sehr Sachen, die ich verloren Hand. Hab wegen dir? Nicht wegen mir, wegen Petrit. Deinetwegen. Ersetzt du mir meine Sachen, die ich deinetwegen verloren hab? So gut ich kann, ja. So gut ich kann. Ersetzt du mir die Sachen. So gut ich kann, du Spasti, was willst du von mir hören? Die beste Brustplatte, ein Sharpness 5 Schwert. Mit allen möglichen Verzauberungen drauf. Aber du kannst, mir Kram. Deine Zunge in meinen Arsch rammen, weißt du das? Das also, geil, ersetzt du es nicht? Kleiner Ölly Boy, so gut ich kann. Nein, Patrick. Wann? Alter. Ja, so gut ich kann. Nein. Ja, wann werde ich die Sachen kriegen? Ja, jetzt kann ich noch nicht so gut. Und baust du mir mein Haus wieder auf? Revi! Was? Die Kühe! Bau doch selber, Digi. Ey, ohne Witz, das kannst du echt so in 20 Minuten maximal. Mehr scheißegal, ich hab's nicht kaputt gemacht. Hä? Was soll das denn heißen? Jeder baut seine Sachen alleine auf. Ist immer so gewesen. Nee, ja gut, dann zerstöre ich Patrick sein komplettes Eigentum. Der baut es ja wieder von selbst auf. Ist ja kein Problem. Early Boy, ich helfe dir gleich, ja? Alter, was? Seit wann ist das? War das? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das Loch, das riesig große Loch hier im. In der Straße? In Revis Haus. Ah, nee, das. Ja, egal, ist egal. Was zur Hölle? Da war der Tisch, da war ja. Abonniert bitte Joe Dinsight auf Instagram. Vergiss nicht, den Punkt mit auszusprechen. Joe.insight. Wolltest du nicht eigentlich einen Fliesentisch heute beschwören? Ja, ich meine, machen wir nächstes Mal. Das machen wir, ja. Wenn es ein nächstes Mal überhaupt noch gibt.
Rivi, wo ist das Schwert? Ich bin mal kurz hier in der Küche bei dir und guck, ob du. Kannst du ja auf dem Mat im Play beschwören. Live. Gibt's da eigentlich einen Fliesentisch, Rivi? Das wäre ganz geil, oder? Der Mat im Play, ja. So in so einer Vitrine? Ja, oder er gibt Autogramme auf einem Fliesentisch, das wäre geil. So Fliesentisch? Mit so einem Mat-Igel drauf. Ist das so Fliesentisch immer so Hartz-IV-Empfänger-Tisch und so? Ich weiß gar nicht. Hör auf, sonst ist der Rat der Fliesentischbesitzer empört. Rivi, ne? Ich geb dir nur einen guten Tipp, ja? Weil ich gerade hier kleine Nachrichten zugeswitchert bekomme. Ja. Wenn du irgendwas bei mir machst, ne? Mhm. Mir ist das egal, ob du Craft Attack quittest. Ich spreng dein ganzes Haus. Ich ist ja schon alles komplett weg. An und so. Ich mach das wirklich komplett kaputt. Und das meine ich ernst. Aber dann kriegst du über Jahrzehnte. Das ist mir egal. Ist mir egal. Das ist mir egal. Ich krieg trotzdem Abonnenten und Hate von vier Klicks bleiben. Okay, Kevin. Das ist mir egal. Ohne Witz, die können mich haten, wie die wollen. Die können die nächsten 10 Jahre meine Videos disliken. Nein, ich werde denen sagen, wo du wohnst. Die kommen vor deine Tür und schlagen dich. Ja, sollen die doch hier hinkommen? Ist doch egal, dann esse ich die alle auf. Ich mag keine Kinder. Es ist würde ich so nicht sagen. Schön knusprig mit Teriyaki-Soße. Mm. Was habe ich gesagt? Alter. Oh, ich habe gerade richtig Bock, beim Chinesen was zu essen. Chinesen oder Chinesen? Wie ich einfach so triggern lässt. Kevin? Also, man kann Chinese sagen, ja? Ja, kann man. Kevin? Sagt ja auch nicht Chemie. Chemie. Ja, bitte? Ja, Chemie, hast du ein Schwert mit Looting? Aber Chinesisch. Ja, ich hab sogar Fire-Aspekt drauf. Wieso soll ich Kühe bei dir schlachten kommen? Ja, bei Revi ein paar. Also nicht alle. Nein, so ein bei mir werden keine getötet. Ich hab grad auch ganz viele gezüchtet. Ich brauch da nur ein bisschen Leder. Bei Revi will ich nichts töten jetzt, ja. Zu dem Leder, Eve. Och man, ja. So, Early Boy, jetzt komm ich zu dir, ich helf dir, ja? Ja, ich komm. Was brauchst Revi, du denn? Brickstones und so? Ich brauch erstmal wieder eine vernünftige Ausrüstung. Die ist komplett weg. Komm mal, Petrit, ich spreng jetzt dein Lager. Nein, machst du nicht. Aber deine Farm, Petrit. Junge, hör auf, Digga, die wurde gerade repariert. Alter, ich hab gerade erst alles repariert. Geh hier raus. Nein. Ja, aber warum denn? Warum? Hä, warum? Was macht ihr denn? Ich werde der zukünftige König und fertig. Nein. Das hast du nicht gesagt. Nein. Revi! Digga, ich kauf dir ein Brötchen beim Bäcker jetzt. Petrit, ich randaliere richtig, guck mal. Ich randaliere alles kaputt. Hör auf! Oha, die Blume. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um rote Blumen zu holen? Early Boy! Ja. Du bist vor der Tür und da hast du komm, Junge, mach mein Grundstück! Da komm ich gerade her. Ja, komm auf mein Grundstück. Was? Warum? Du, ich sterbe ja gleich. Petrit? Hä? War das jetzt Feather Falling oder ein Bug? Bug-Falling, ne? Ja, was macht Early jetzt hier? Ist ja heute Tag der offenen Tür oder was? Petrit, ich mach jetzt dein Haus kaputt. Lach nicht so hässlich, du Bastard, Digga. Du schlechter Freund, Alter. Hör auf! Wer war denn das riesig große Loch bei dir im Haus, Revi? Ja, Early Boy. Boah. Was? Petrit, hier unten ist ein Creeper. Nein, ist er nicht. Doch, doch. Ja, du bist doch gar nicht bei mir oben. Hä? Oh. Ey, das Lama bespuckt mich, sag mal. Wer hat sich da hochgebaut? Hast du das gehauen, Eve? Na, kann sein, dass ich aus Versehen gehauen habe. Ja, dann werden die sauer, dann bespucken die dich. Verständlich, auch. Natürlich. Ist ja so lustig, wenn Spieler sich anspucken. Mach das ja auch, wenn man mich haut, dann bespuckt ich auch. Bei dir in der Farm steht ein Creeper auch. Early Boy, was machst du hier? Ich gucke, was du da tust. Hör auf. Die Lamas einen immer so vorwurfsvoll angucken, ne? Total geil. Wie kam der da hin? Dieses schelmische Lachen, ne? Immer. Ey, wie kam der da hin? Was? Dieser Creep. Early Boy, what bitte nicht. Early Boy, ich hab keine Lust mehr, ne? Diese Lache ist so geil. Early Boy, ey, Early Boy, hör mir zu. Ja? Wenn du jetzt bei Petrit was machst, dann helfe ich dir nicht mehr. Nee, ich hab gerade Creeper getötet. Gut. Ich hab den. Scheiße, hast du, ich hab den getötet. Stuhlkreis. Na, hör auf, ich geh jetzt weg. Ich lock mich jetzt aus. Ich lock mich jetzt aus, ne, wenn hier was kaputt ist, morgen. Ich glaub, Petrit ist echt. Ihr werdet in Real Life nicht mehr leben. Digga, ich weiß nicht, wo du wohnst, Rebe. Ich glaube, jetzt ist er richtig pisst. In echt. Junge, ne? Oh, Petrit! Junge, hör doch auf! Das war Early Boy gerade.
Junge, mein Vater schlägt schon mit Gürtel vor Tür, Digga. Er schlägt mich gleich behindert. Ich meine, nee, wie lacht ehrlich, so ein kleiner noch? Mädchen? Ali, boah, wieso quält es gehen? Scheiße, Alter. Nee, ich schwör's dir, ne? Wenn mich einmal triffst. Ich hab auch richtig Hunger, ich geh gleich zu Burger King. Ey, falls du grad zuguckst, ich wurde gestern bei Burger King von. Ne, vorgestern Burger King. Ali, boy, aus meinem Haus raus! 10, 9, 8. Ich verlasse 7, dein Haus, wenn 6, du mich jetzt einmal schlägst. 5, 4, ja, ich geh da schon. 3, 2, 1. Tot. Baby. Runter von meinem Privatweg. 10, 9, 8. Ich bin runter von deinem Scheißweg. Oh, runter von meinem privaten Hügel. 10, 9, 8. Das ist mein Hügel. Grund. Nein, das ist mein ich Hügel. Bin der König, nein, das ist meins. Hügel. Runter von meinem Hügel. Das ist mein Grundstück. Das ist mein Grundstück. Töte ihn. Ohne Scheiß. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe ihm nur einen Warnschuss gegeben. Digga, der ist auf mein Grundstück jetzt. Töte ihn bitte. Baby, mir reicht. Early Boy, du hast mein ganzes Haus kaputt gemacht, ne? Ist dir bewusst? Guck dir doch mein Haus an, was du damit angerichtet hast! Ja, Digga, das war nicht ich. Du hast ihm das CD gegeben. Ja, aber er wollte es haben. Ich. Rewe, jetzt übertreibe ich. Jetzt reicht's, gibt's jetzt noch 3 Minuten Werbung. Das musst du als Belohnung machen. Early Boy! Du dummer Hurensohn! Ich schwör, ich hoffe, dass deine Mutter reckt, Alter, du Bastard! Was ist denn jetzt passiert? Early Boy, hör auf jetzt, Mann, du Hundesohn! Was? Junge, Early Boy? Ja. Hört doch auf. Early Boy, lass es sein, du Hurensohn! Oh. Ah, hier geht's ja raus. Dummer Bastard, Alter, ich fecke dein ganzes Leben, du dummes, fettes, scheißiges Stück Scheiße, Mann. Ich schwöre es dir, Mann. Ich hab richtig Hunger. Ich hab richtig Hunger. Mein Bauch zieht sich gerade zusammen. Ich hab mega Hunger. Bestell dir doch was. Ja, bin ich reich? Ja, okay, nee, jetzt brauchst du was sagen. Ja, wenn du dir was bestellst. Nee, also alles dazu. Ich wohne in einem Kaff. Na, koch dir ein paar Nudeln oder ja, so. Ja, hätten wir Nudeln. Ich wohne in einem. Ach, keine Ahnung, dieser Haushalt, ey. Dann mach dir Butter. Ich geh Burger King und krieg wieder irgendwelche Schwindelanfälle, weil das einfach Fastfood ist, ey. Scheiße. Was? Ja, ich krieg immer nach Burger King. Kevin! Keine Ahnung. What? Ja. Weil, wahrscheinlich, weil du so vollgefressen bist und kein Blut mehr im Kopf hast. Das kommt deswegen. Kevin! Ne, ich das ehrlich, ich fress mich immer voll. Ja, kann, ja. Also ich esse okay. Manchmal so keine Ahnung, 4 Döner, juckt mich gar nicht. Ich glaube, ja. Kevin ist da, oder? Esse, meinte man, das lässt nämlich auch über Kevin! Also mit dem Blut irgendwas. Ja, dann wird dir schwindelig, ja. Oh. Gott, nach 20 Jahren hat Petrit es endlich. Endlich, ich glaube, Kevin ist gerade nicht am PC, oh weil. Oh mein halt. Gott, mir wird einiges klar. Ich bestelle mir mal so 3 Big XXL, 2 Long Chicken und esse und denke mir so, ja. Ja, du machst halt Pause dazwischen. Ja, nicht so schlauer. Bist du der Big Tasty-Junge da? Was? Bist Big Tasty Bacon ist McDonald's, Digga. Ah, fuck. Ich bin der Big Burger King. Also, Burger King geht über McDonald's auf jeden Fall, was Burger angeht. Das stimmt. Hast du bei dir eingeschlafen? Alle sagen mal Pommes. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, aufgrund meiner gesundheitlichen Verfassung beende ich jetzt den Stream vorab. Ich muss essen gehen. Das ist okay für euch. Lol, Early Boys Haus ist wieder kaputt. Ja, ich fass jetzt los, Leute. Early Boys, streamst du gerade? Ja. Willst du ein paar Viewer haben? War immer ja damit. Okay, was machst du dafür? Reparierst du dafür mein Haus? Ersetze mir meine Sachen, dann können wir weiterreden. Okay. Ich reparier dir dein Haus. Leute, ich hoste jetzt Early Boy. Schaut auf jeden Fall bei Early Boy vorbei, das war's. Donatet bei Early Boy mal bitte ganz viel. Vielen Dank für eure Subs und eure ganzen Donations. Mir geht's gerade echt nicht gut. Ich bin hart am Schwitzen. Ich habe das Gefühl, ich hab Fieber. Deshalb fass ich jetzt los, Leute. Ich hau da rein. Dienstag geht's weiter. Macht's gut. Dienstag geht's weiter. Vielen Dank für diesen Stream. Hau da rein. Tschüss. So, ich bin wieder da, Leute. Wie heißt du? Ja, ganz normal. Wer ist der Early Boy? Ganz normal. So. Jetzt auf jeden Fall. Mal den Link hier bei Early Boy bei uns in den Chat. Hühnersuppe und so, ne? Mal kurz hoch. Ungern, eigentlich lieber morgen. Warum denn? Ja, wegen mit im Play. Ja, komm. Kevin? Kann auch nie Nein sagen. Mach bitte ne? Noch viel Werbung fürs Meet and Play, dankeschön. Gibt's denn da Matt? Wird es da Matt geben? Eve, ich hab dich auch jetzt auf die Liste geschrieben, ne? Du kannst auch kommen. Was bitte? Ja. Willst du nicht? Was kann ich dann da Tolles machen? Darf ich dann auch da neben Kevin sitzen? Ja. Cool. Kevin, ganz viel Werbung machen, okay? Ja, Marl. Ende Januar ist das, ne? 29. Ja. oder wann? Kevin? Hm? Ja. Okay. So, Kevin, was ist jetzt Tachelit? Was ist jetzt Sache hier? Ich will dir helfen, dass du ein bisschen okay. Equipment und so kriegst jetzt.
Ja, dank Revi sind mir alle meine Sachen weg. Dann hab ich mir schon gedacht. Ich finde, die Herrschaft unter Revi ist keine schöne Herrschaft. Ich schon. Ja, die habt ihr euch ausgesucht. Ich hab sie mir nicht ausgesucht. Ich hab nicht für Revi gestimmt. Frommarsch! Das Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Ah! So, jetzt aber an alle, die jetzt hier neu dazugekommen sind, auch von Revi, danke fürs Hosten und ja, schön, dass ihr da seid und freut mich und wir werden jetzt auf jeden Fall gucken. Ich möchte heute noch irgendwie produktiv werden. Es ist jetzt 20 nach 9, ich streame jetzt seit 1 Stunde und 40 Minuten und ich werde jetzt gucken, dass ich jetzt den Rest des Streams noch irgendwie produktiv bin, noch irgendwie hier was auf die Reihe kriege. Ich will auf jeden Fall das Haus wieder aufbauen, das von Revi werde ich gucken, dass ich auch ein bisschen repariere. Und ich will auf jeden Fall Sachen endlich haben, weil ich komme ja überhaupt nicht voran, weil ich ständig nur verrecke. Ich habe ja keine Chance gegen irgendwas, weil ich nix hab. So, und ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich das vorhin erwähnt? Nein, habe ich nicht. Freddy hat vorhin nochmal vor 36 Minuten 10 Euro gespendet. So hatte ich das mit dem Krachen zwar nicht gemeint, aber trotzdem geil. Danke an dich für deine Spende. Und dann kam Holzpanzer 22 Grad und hat subscribed. Willkommen in Unfing. Danke für Subscribe. Für dich Frommarsch! Das Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Und das gleiche auch an Rainbow Fug oder Fug oder wie auch immer das geschrieben wird. Auch willkommen bei den Unfingen. Schön, dass du dabei bist. Auch du fühlst dich abgeschleckt. Und Morgs hat wieder 100 Bits hier gelassen. Auch danke an dich. Sound resumed. So. Wer ist jetzt noch hier? Alle? Gut. Ich bin noch da. Ich auch. Ich auch, Early Boy. Hi. Wie geht's dir, Early Boy? Was dir davon bin ich nicht begeistert. Oh Gott. Warum nicht? Fuck. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wenn das Skelett jetzt mein Schwert einsammelt, ist vorbei. Soll ich dir helfen kommen, irgendwo? In oh, Early Town? Fuck. Early, was machst du denn wieder, ey? Verkacken. Das war echt so Pech am laufenden Band, ne? Ja. Aber ich muss jetzt hier noch ganz viel Level farmen, damit ich meine ganze Rüstung verzaubern kann. Und mir einen OP-Bogen machen kann. Ich bin gerade voll Grill, okay, alles klar. Was ist das Grill? Das ist von dir, Kevin, oder? Ja. Was ist denn? Erklär mich mal auf da. Holzi. Wegen Holzi. Der hat immer Grill. Ach so, der hat immer Grill gemacht. Ja, cool, gut. Hä? Ich hatte Mending da drauf. Und das war so eine schöne Pickaxe. Weg. Ich weg. Ich weg. Die ist gegangen. Wir machen dir eine neue Early Boy. Okay. Ruhig. Ich hoffe, sie wird wie die alte. So. Ja, Leute, was ist jetzt Sache hier? Wer ist jetzt noch hier? Alle. Ja, ich. Ja. Ich. Hi, Early Boy. Ich und ich. Oh, macht das. Mein Haus. Warte mal. Ist das eigentlich auch sinnvoll, so eine 15er Verzauberung irgendwo drauf zu machen oder nur die 30er? Was? Achso. Die 30er. Ja? Oder könnte man, wenn man jetzt zum Beispiel Unbreaking 2 hat, einfach zweimal Unbreaking 2 verzaubern und das dann als 4 stacken? Nee, 3. Zweimal 3? 2 plus 2 gibt 3. Ja. Achso. Beim Verzaubern, ja. Geht immer nur eine Stufe höher. Ah ja, und 3 und 3 ist dann 4, oder? Genau. Und okay. Unbreaking 4 gibt's aber nicht. Okay. So. So, das hier stehen noch alles. Oh Gott. Und 5 gibt's, also 4 gibt's sowieso nur über kombinieren, ne? Glaube ich. 5 gibt's nur. Gibt's auch so. Aber selten. Sehr selten. Ja, gibt's nur bei Sharpness und Power, oder? Ja, Protection. Der Rest 4 ist 4. Oh, ich hab nicht mal mein Ohrgut hier irgendwo rumfliegen und die Musik ist scheiße. Sound die Klobürste hat 1 Euro da gelassen. Danke an dich. Sound resume. Ist es, jetzt nochmal ganz doofe Frage, ist es sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Rüstung verzaubern will, dass ich die erste Verzauberung direkt drauf mache über den Zaubertisch und die anderen dann über Bücher noch hinzufüge? Ja. Weil da kriege ich ja. Ja? Ja. Weil kriege ich ja einen Bonus sozusagen, ne? Am Anfang. Du noch viel lernen musst, Eve. Morgs hat jetzt insgesamt schon wieder 200 Bits da gelassen. Danke an dich. Und schön, dass du dabei bist. Ich traue was zu fragen und die Leute einen dafür auslachen. Das führt immer dazu, dass. Hast du das ausgelacht? Ja, ja.
Ich hab gesagt, ja, ja. Viele... Ja, ja. Eve? Bleib's nicht so weit. Nee. War das eine Drohung, Basti? Also am besten ist, wenn du immer nur 30 verzauberst. Dass sie niemand droht, der zukünftigen Kampf. Aber am besten Level holen an einer Mobfarm. Ja. Und dann kommst drauf an, was du jetzt vorhast zu verzaubern. Meine Rüstung zum Beispiel, wenn ich das jetzt verzaubern wollen würde. Dann würde ich definitiv gucken, dass du zum Beispiel, ich würde auch nicht auf alles nur Protection machen, ne? Ja. Ich glaube, ein Teil eigentlich mit Protection reicht. Okay. Eins sollst du mit Fire Protection machen, eins mit Blast Protection und eins mit Projektil Protection. Oh, bis ich das alles zusammen habe. Aber okay. Und schnell. Wichtig ist, auf jedes Teil immer Unbreaking 3. Das erhöht die Haltbarkeit. Okay. Unbreaking 3 brauchst du immer auf alles, was du verzauberst. Egal ob Waffen, Werkzeuge oder Rüstung. Unbreaking 3 ist halt das Beste, weil dann hast du das Höchste an Haltbarkeit, was geht. Und dann noch ein Mending dazu. Ja, das kannst du bei Spark zum Beispiel traden. Morgs hat 1000 Bits da gelassen. Danke an dich. Wir sind in letzter Zeit öfters da. 100, 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
Oh Gott. Du bist auch der einzige Moment, der irgendwie großartig am Cheeren ist. Deswegen auch danke an dich und danke für die Unterstützung. Unbreaking 3. Was? Das geht ja alles drauf? Ja. Alter, scheiße, okay. Geht auf die anderen Sachen auch so viel? Das kommt nur mal auf die Sache an. Das Schwert zum Beispiel, da kann auch sehr viel drauf. Okay. Krass, da kann man sich ja das absolute oberkrasse Equipment machen. Sound muted. Es fragen einige gerade, was sind Bits? Bits wurde von vor Ewigkeiten, vor über einem Monat, ich weiß gar nicht mehr, vor 2-3 Monaten, zur Gamescom war das. Zur Gamescom, ich erinnere mich. Wurden Bits eingeführt. Habe ich überhaupt noch ein Boot irgendwo? Nee, natürlich nicht. Wurden Bits eingeführt und die Bits sind im Endeffekt ja das Spendensystem von Twitch. Ihr könnt halt hingehen und Bits, sogenannte Bits kaufen. Ein Bit ist in dem Sinne 1 Cent, aber in Dollar wert. Das heißt, 100 Bits wären dann 1 Dollar. Und ihr könnt halt hingehen, was weiß ich, so und so viel Bits kaufen und der Streamer erhält dann, ich glaube, 400 Bits zahlt ihr dann etwas mehr als 1 Dollar. Dass Twitch halt auch was davon hat. Und dann könnt ihr halt einfach im Chat halt dann eingeben, wie viel Bits ihr spenden wollt. Einmal dann Cheer und dann die Zahl dazu. Und dann spendet ihr in dem Sinne bei dem Streamer. Fuck. Ich hab noch einen Brustpanzer an, ich Idiot. Und dann spendet ihr im Endeffekt bei dem bei dem Streamer. Und der kriegt das dann halt zu seinen Twitch-Einnahmen dazu. Und das wird halt im Chat angezeigt und ihr kriegt, je nachdem, wie viele Bits ihr bis jetzt gelassen habt, das seht ihr ja zum Beispiel bei dem Murks vor dem Namen, da seht ihr dann, wie viele Bits derjenige bis jetzt gespendet hat. Und man kann auch, soweit ich das verstanden habe, mit Bits auch hingehen und vor, irgendwie, wenn man eine Chat-Nachricht schreibt, dass die Chat-Nachricht irgendwie angepinnt wird, dass sie länger zu sehen ist oben und dass sie halt nicht so schnell weggeht. Das geht auch, soweit ich das weiß. Wird das auch einer von euch? Was? Ja, demnächst mal, ja. Richtig cool. Ist Multiplayer? Nein. Worum geht's? Okay. Also soweit, ich weiß nicht. Also ich habe gerade erst angefangen. Final Fantasy 15. Ah, ja, ich warte seit über einer Woche auf mein Paket dazu. Oh, der Drohne, den habe ich nicht in die Luft gesprengt. Reparierst du gerade, oder? Ich habe mir von Last Guardian, nee, kennt ihr das Spiel? Ich suche gerade Holz. Last Guardian, ne? Da habe ich mir die Collector's Edition gekauft. Was ist denn das? Last Guardian, wie hieß das Spiel nochmal damals? Der Vorgänger, irgendwas mit, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das nochmal? Das gab's auf der PlayStation, ich meine 2 oder 3 war das. Ich glaube sogar 3. Hm. Oh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen in die Richtung Zelda, also so ein Adventure-Spiel halt. Wissen deine Zuschauer bestimmt. Ja, die werden bestimmt schon gleich schreiben, wie der Vorgänger von dem Spiel hieß. Schon praktisch eigentlich, ne, wenn man da fragen kann. Ja. Ein bisschen. Für mich ist das immer saupraktisch. Genau, Shadow of Colossus. Ah, geil. Und The Last cool. Guardian, oh, und The Last Guardian ist der Nachfolger. Okay, nice. Ja, und da hat er so einen richtig so einen coolen Begleiter, so einen fliegenden Hund, sag ich immer. Aber so einen großen. Kevin?
Ja, bitte? Darf ich dann noch ab und zu denn bei dir das Zuckerrohr abernten? Kannst du machen. Okay, cool. Kannst auch in meine Kisten gucken, da sind ganz viele. Cool. Nee, ich nehme nur das, was ich dann ernte, dann klaue ich nichts. Das. Frommer! Ich trade dann teilweise bei diesen Emeralds. Ja, Frommer! Oder mach ich euch denn zum Verzaubern? Kommt, ihr Zombies! Kommt! Kevin, aber eine Überraschung! Kevin, wie sieht es eigentlich mit der Wither Challenge aus? Ja, wir dürfen noch keinen Wither töten. Nee. Können wir aber schon Wither Köpfe farmen? Ja, können wir schon machen. Wäre jetzt schon cool, sobald das Ding da ist, dann direkt reinhauen, das wird schon ziemlich nice. Einen Endplan haben wir aber noch nicht, oder? Wollen wir ins End gehen? Machen wir es wieder irgendwann. Weil wie war das letztes Mal? Januar? Februar? Weiß ich gar nicht mehr. Oder war das nicht auch so um die Weihnachtszeit rum? Also ich habe im Kopf, dass es im Moment geplant ist, dass es, nur Ewigkeiten dauert. Ich glaube, letztes Mal hatten wir es im nächsten Jahr erst. Ich meine, wir hatten das zu Weihnachten gehabt. Ja, ich auch. Ja, das war zu Weihnachten, Eve. Nee. Wie chillig der Livestream jetzt ist. Ja, ne, jetzt ich hab so eine richtig, ist, ne? Ja, so eine richtig schöne, chillige Weihnachtsmusik im Hintergrund hab ich laufen, ja? War im Januar. Da. Maxi, mein Edgar, Dankeschön für die 5 Euro. Kevin, bist der Beste, was kann man eigentlich bei Meet and Play machen? Keine Ahnung, ich wollte einfach nur hin, weil es umsonst Essen gibt. Gibt's auch umsonst Essen überhaupt? Ja, für die YouTuber bestimmt. Das will ich auch. Matt. Was ist denn das Meet and Play? Das ist ein Event, was Revi organisiert, so mit Autogrammstunde und so. Und da hab ich einfach gefragt, ob ich da auch hin kann. Und dann meinte er so, ja, du kannst auch gerne Autogramm und so geben. Und jetzt habe ich sogar noch den Platz neben ihm. Na, zum Essen komme ich auch. Ob das so gut ist. Eskaliert. Dann schlagen wir uns halt da die Köpfe ein. Ja, real life. Craft Attack, oh Gott. Aber mit Matt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wie ich rüber an seinen Stand gehe und ihn in die Luft jage. Mit TNT. What the fuck? Oh Mann. Papi GAG, dankeschön. Sound muted. Finn Phoebe hat ihm 1 Euro gespendet. Danke an dich. Und danke für die Unterstützung. Und auch Macru16 hat eben subscribed. Auf Willkommen bei den Unfähigen. Und danke für deine Unterstützung. Und schön, dass du auch dabei bist. Sound resumed. So, was machen wir nun? Ich bin gerade deine Spitzhacke am Machen. Ui. Da kümmere ich mich gerade drum. Das ist jetzt schon das dritte Mal, Early Boy, ne? Was? Dann ich dir helfe. Nö, sonst habe ich noch nichts großartig von dir bekommen, was Equipment angeht. Willst du mich verarschen? Ich habe dir richtig viele Diamanten und so geschenkt. Das schon. Ja, aber verzauberte Sachen oder so. Das, wenn du das meinst. Nein, ich habe dir richtig viele Bücher geschenkt und alles. Ja, da bin ich auch sehr dankbar. Stimmt, die sehe ich gerade. Sharpness 5 gibt es, ne? Ah, schade. Ich habe eine Unbreaking 3 Pickaxe nur rausbekommen. Oh. Ich mag deine Melonen. Dankeschön, Juli, für dein Euro. So, dann war das so. Metin 2, ja, natürlich kenne ich das Spiel. Das ist schon richtig alt. Ich habe nie Metin 2 gezockt, habe dann irgendwann eine E-Mail gekriegt vor Ewigkeiten, dass mein Account gesperrt wurde. Und die war wirklich okay. Von Metin 2. Okay. MaxTV, dankeschön für deinen Sub. Willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, das mache ich noch. Ich gebe jetzt Early Boy erstmal seine Rüstung gleich. Ich hole jetzt noch Mending und dann mache ich das da drauf und dann. Ich muss immer irgendwie mein Haus wieder reparieren. Ah, ja. Diesmal war es nicht ich. Also aufs Schwert macht man auch Mending, oder? Yep. Ja, theoretisch auf alles. Warum denn auch nicht? Kevin, warst du schon mal in Aachen? Nö. Ach, Kevin, wie kannst du nur? Aachen ist schon schön. Was gibt's da? Aachener. Aachener Printen.
Ja, was Karneval. Ist denn Aachen schön? Haben die gutes Bier? Nee, trinken glaube ich auch Kölsch. Karneval geht's am besten. Hallo! Hör mal! Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, Karneval finde ich eigentlich überhaupt nicht schön. Was trinkt ihr denn unten ich in Bayern? Nicht. Franzis Korner! Na! Paul na, Anna. Geh! Oder was meint ihr dazu? Was meint ihr denn so zu dem Kölner Karneval? Hammer! Ist schon der beste Karneval. Ich weiß nicht. Ich war nur kurz, ich habe nicht großartig mitgefeiert, aber ich habe nur kurz den Kölner Karneval so ein bisschen erlebt. Man sieht einfach nur Schnapsleichen ohne Ende. Das ja. Ist wie Wiesen halt, ne? Nur mit Verkleiden. Ja, und ein bisschen mehr Eskalation. Ja, ja. Ja, ja definitiv. Der größte Teil ist Bier und da trinkst du ja einen Haken Alkohol ohne Ende. Wenn ich da teilweise gesehen habe, ich habe ja an der Schule gewohnt zu der Zeit, letztes Jahr. Und als Karneval, erstens, weißt du, wollte ich weg. Ich musste nämlich mit dem Auto weg und wollte wen abholen. Geh raus, haben erstmal irgendwie 10 Jugendliche auf meinem Auto gehockt. Fand ich so gar nicht lustig. Und weiß ich, die kamen gerade aus der Schule, die waren 13, 14, 15 Jahre alt, die waren Wodka und was weiß ich nicht, alles am Saufen. Die haben erstmal schön auf den Deckel gekriegt von der Bullerei. So. Brendon FIFA, Dankeschön für den Sub, willkommen. Oh. Early Boy, hast du einen Amboss bei dir? Ja, der steht noch. Okay, sehr gut. Kann man den wieder abbauen und mitnehmen? Nein. Ist meiner. Nein, ich habe selber einen, ich würde es halt gerne wissen, ob ich den in die Handtasche kriege. Ja, das. Na. Och man, wer hat das Early Island Schild denn kaputt gemacht? Revi. Oh, ich habe das doch voll schön alles gebaut. Revi hat gesagt, er hat es gebaut. So ein Dreck. Erst will es keiner gewesen sein und dann kloppen sie sich drum, wer es war. Ja. Ja. Jedes Mal so. Ich habe das aber Early gesagt, ganz offen, dass ich Early Island gebaut habe. Das war ja zu seinem Schutz. Ja. In dem Sinne war es ja kein Troll. In der letzten Staffel, da war das Schild aber größer, ne? Hey, du hast doch eine Dia-Rüstung. Ja, scheiße. Ich habe hier nur auf dem Helm habe ich Scheiße drauf. Die Brustplatte, die. Gib mir mal die alle Sachen, die verzaubert sind, bitte. Warte ganz kurz. So. Was ist denn hier passiert? Keine Ahnung, der Custom Crafted Kevin meinst du, ne? Ja. Keine Ahnung, ich lass ihn so stehen, der sieht cool aus. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Übersteuern müssen. Ja, das stimmt aber auch. Eve ist extrem laut. Echt? Ich stelle die immer wieder leiser und die ist am Ende immer wieder so laut wie vorher. Ja. Minus 20. Eve? Bei den anderen auch so? Nö, bei mir übersteuerst du nicht. Ja, weil du wahrscheinlich Eve schon leiser gestellt hast. Nö. Das ist sowieso schwierig. Ich hab Eve sehr laut, weil ihre zauberhafte Stimme. Oh, dieser Schleimer. Ja. Aber das ist sowieso in so Aufnahmen, wo man mit mehreren ist, ist mir mal aufgefallen, da kann man am Anfang so eine Testaufnahme machen, aber das ändert sich während der Aufnahme so oft, dass mal einer lauter ist und wieder leiser und also nicht nur wegen Brüllen, aber so einfach. Early Boy, da liegt was für dich. Oh Mende, Kevin, danke! So, ich komme sofort wieder, ich muss noch eben was machen, ja? Keine Sorge, du kriegst gleich deine Hose okay, und alles. Okay, 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 okay. Wann farmst du das alles, Kevin? Ich farm immer in den Livestreams irgendwie nebenbei. Ich will mir eigentlich immer einen Vorrat anhäufen von allem, falls ich mal selber eine Rüstung brauche. Aber dann passiert irgendwas, wo mir dann Early Boy richtig leid tut oder sonst wer und dann gebe ich das alles aus. Und dann farmt er wieder. Ja, und jetzt farm ich wieder. Und Balou ist eh der Nächste, der hat ja auch schon gesagt, Kevin, kannst du mir helfen? Ja, Balou muss auch echt Hilfe kriegen. Ich meine, der ist ja immerhin unser höchster Richter. Der muss ja wirklich... Ja. Geschützt werden. Mr. Kloschüssel. Wo ist Zander eigentlich hin? Katonisiert, ne? Der ist einfach das gegangen, ist so entspannt, oder? Ne, gerade. Ich war kurz davor, Kopfschmerzen zu kriegen und jetzt geht's mir richtig gut wieder. Schön diese ruhige Weihnachtsmusik. Auf und davon. Nee, sowas höre ich nicht. Nein, ich hab gerade vergessen. Hat wer von euch Spruce Wood? Fichtenholz? Ja. Müsste ich gleich mal gucken.
Ich hab Dark Oakwood, hab ich ganz viel. Frommarsch! Das Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Irgendwann wird man so ein bisschen Kolone von dem Geräusch, wenn von den Zombies. Dann das spielt Rainbow Six Siege. Ja, das habe ich auch schon mittlerweile bemerkt, Leute. Schon seit über einer halben Stunde ist der weg. Einfach gegangen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, das ist einfach weg gewesen. Ja, weil dem das einfach zu viel war, denke ich mal. Kevin, du hast ein bisschen Spook, gut. Ich guck gerade. Achso, du guckst hier auch gerade, okay. Jetzt bin ich raus. Genau, ich wollte Papier holen. So, was kriegen wir denn hier auf unsere Mütze? Protection 3 brauchen wir nicht. Protection 3. Sind irgendwer von euch am Samstag? Samstag? Was war denn Samstag? Ah, Scheiße. Samstag war irgendwas. Also wenn da jemand streamt, ich hab Samstag nämlich einen großen Stream vorzumachen und ich freue mich immer über Gesellschaft. In Craft Attack, oder? Ja, ich werde am Anfang Craft Attack spielen, also Gemba wird noch hier hinkommen, aber trotzdem hängen wir gerne im Teamspeak und reden dann auch mit Leuten und zocken nebenbei und so. Ich hab mal wieder Bock auf GTA. Da spiele ich im Moment nicht so viel. Ah, schade. Citro ist jetzt seit 26 Monaten dabei. Citro, danke dir für die Unterstützung, für die Treue. Und dass du immer noch dabei bist und hier jedes Mal da vorbeiguckst und jedes Mal rein eskalierst. Danke dir. Ich warte jetzt erstmal ab, wie Red Dead Redemption 2 wird. Mhm. Darauf freue ich mich. So, das muss hier noch hin. Ups. Ey, 24 Stunden machen wir nicht, Leute. Hab ich ja noch nie gemacht. Ja, Yves, dann wird Zeit. Nee. Pack ich nicht. Das pack ich nicht. Ich bin so immer schon von 2-3 Stunden Stream so im Arsch. Ja, Yves, das ist doch widerlich. Ich weiß noch, letztes Jahr und so, da habe ich ja teilweise irgendwie so 7-8 Stunden immer gestreamt. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Limit Games, dankeschön für den Sub. Danke, danke, danke. Ja, 7-8 Stunden ist auch anstrengend, ne? Ja, vor allem alleine dann teilweise, das dann auch noch, da musst du ja die ganze Zeit durchquatschen. Ja. Das ist echt anstrengend. Scheiße, Kevin, ich habe dir meine Pickaxe gegeben. Ja, du kriegst gleich wieder, keine Sorge. Okay, okay, okay. Kann das sein? Ach nee. Oh, schon gut. Ich wollte gerade wieder eine These aufstellen hier. Warte für eine These, Yves. Ach, weil ich gerade die ganze Zeit, wenn ich meine Rüstung in den Verzaubertisch tue, kommt immer nur Protection 3. Gibt es hier jemanden, der viele Bücher hat? Protection 3. Ich habe 15 Bücher. Okay. Guck mal eben bei Spark. Uff, was passt denn vor? Oh, der hat sehr viel. Ich nehme mal hier die 19. Ich muss bei dem einen Villager freitraden. Bei Spark? Ja, ich werde ihm die Bücher wiedergeben, Leute. Keine Sorge. Das brauche ich noch Türchen. So, jetzt müsste der eigentlich frei werden. Es kommt schon Zombies. Warum kriegt man eigentlich, wenn man Türen craftet, jedes Mal 3 Türen? Warum wird er denn nicht frei? Schade. Weiß das jemand? Ja, einfach so halt. Du kriegst ja auch, wenn du Zäune craftest, kriegst du ja auch 3, weil die Materialien halt... Ja, aber was willst du denn mit 3 Türen? Weil du kannst ja maximal eine 2 große Tür machen. Warum 3 Türen? Das ist eine gute Frage, die... Weil ich crafte mir jedes Mal Türen und eine schmeiße ich dann wieder in den Müll. Das ist total das ist total, ja, weil jeder normale Mensch, die in der Kiste halt sammelt, falls er wieder mal eine Tür braucht. Ach... Dann hole ich noch einmal Flame, Leute. Vielleicht klappt's dann. Early Boy braucht bestimmt eh für einen Bogen Flame. Flame hatte ich noch gar nicht als Verzauberung irgendwie. Wollen wir nicht mal so eine Verzauberungsbörse machen? Ich habe mich auch schon hatte mir eben wie eine Verzauberungsbörse. Power 4 in einer Kiste versteckt. Und das tauscht. Ich glaube, Petrin hat das geklaut. Kann wir ins Bett? Okay. Nee, ich nicht. Oh, doch, ja, Bett nice. Dabei. So, jetzt ist der frei, Leute. Stellen wir auch schnell im Bett hier hin? Rio, die Sachen, die ich vorhin ausgelagert habe, die habe ich mir bereits geholt. Und ja, wie soll ich das kurz fassen? Das Power 4 Buch, was ich mir da gesichert habe, das ist auf jeden Fall schon mal weg. Entweder Revi hat das, aber ich glaube eher, dass Petri sich da gesnackt hat.
Sound resumed. Ich kann mich auch hinlegen. Weil die Mobs in der Nähe sind, die Zombies in der Nähe sind natürlich klar. Trottel. So. Was suche ich denn gerade, verdammt? Revi ist krank und hat deshalb seinen Stream beendet. Dass Revi krank ist, ist nichts Neues, Leute. Ja, aber der wirkt jetzt halt richtig wirklich krank, ne? Also so angeschlagen, finde ich. Ah, soll sich so anstellen, da? Immer. Hey, komm, wir müssen ihm jetzt ein Hühnersüppchen und so bringen. Und eine Wolldecke und einen Tee. Und ja. Kekse. Ja, Milch mit Honig und allem drum und dran. Alles, was ja. Eine Pussy braucht. Ach komm, du würdest dich auch drüber freuen, wenn du krank bist, Kevin. Aber wenn ich krank bin, dann mache ich einen Tag frei und dann wird wieder hier gepowert. Och. So Unbreaking 3. Raus. So. Geiles Siegergeräusch kommt hier. Hier, Boy, gehst gleich ein bisschen Quarz abbauen, dann ist sie wieder ganz. Danke, Kevin. Fire Protection, das ist nicht schlecht. Können wir mal machen. So. Hey, was kommt denn jetzt? Kevin, danke. Ja, Moment. Ich regel noch irgendwas. Hast du noch Emeralds oder hast du keine? 13 Stück habe ich. Okay, das ist zu wenig. Ja gut, dann komme ich gleich wieder. Dann muss ich noch eben was regeln. Was regeln? Jetzt so Private Villager da stehen. Mit dem muss er jetzt mal sprechen. Wen denn habe ich? Habe ich viel? Ah, scheiße, ich hab keinen Flint. Early Boy, hast du das eigentlich in Discord gesehen, wegen Legend? Ich komme da kaum hinterher im Moment. Ich habe aber mitgekriegt, dass die Tage was Wichtiges ist, ja. Okay, sehr gut. Nur nicht, dass du dich nachher ärgerst, weil du es verpasst. Nein. Und denk dran, ne? Nächste Woche geht's wahrscheinlich schon los. Verzaubern ist mein neues Hobby. Lalalala. Ich wohne ja jetzt hier unten in diesem komischen Zombie-Haus. Wassereimer wollte ich mir craften. Genau, jetzt weiß ich es wieder. So, was zu essen muss ich mir auch. Oh, ich wollte so produktiv sein. Early Boy hat einfach 2 Stacks Dias. Ja, weil der auch andauernd die Hilfe bekommt, ne? Ja. Dank Kevin habe ich 2 Stacks Dias. Alle von Kevin. Weil Kevin so spendabel ist. Oh. Oh, jetzt muss ich da schon wieder rüberspringen. Das Wichtigste ist nur Eve, ne? Das ist ein gut gemeinter Rat von mir. Wenn du OP-Rüstung hast, lass dich auf keinen Fall töten. wenn du die hast und jemand greift dich aus Spaß an, ne? Wie Revi oder so, bring den einfach direkt um. Okay. Gar nicht erst lange rumfackeln. Weil wenn der dich tötet. Und deine Rüstung wird fallen gelassen. Du kannst Early Boy fragen, ist es safe alles weg, weil irgendwer behält das. Ja. Echt? Ach so. Ja, das klauen dann die Leute dein Zeug. Nee. Ja, wenn du stürzt, behalten die das. Ja klar, weil du nicht herauskriegst, wer es war. Ich hab Großpanzer gehabt, ich hab eine richtig geile Pickaxe gehabt, ich hab einen richtig geilen Bogen gehabt, eine richtig geile Hose, alles weg. Was alles weg, hat wahrscheinlich Petrit jetzt gegaunert. What the fuck? Ich hab noch nie was geklaut in Craft Attack, ey. Deswegen ja, wenn du einmal aus Spaß von irgendwem angegriffen wirst. Sound muted. A la Citro, ne? Das meinte ich mit eskalieren. Citro, ohne Scheiß, jedes Mal das gleiche mit dir. Danke dir für deine Spende, für deine Unterstützung. Ey, das ist nicht mehr normal. Das ist jedes Mal das gleiche und ohne Scheiß. Danke, wirklich. Danke. Danke dir. Citro, danke. Wirklich. Das ist echt krank teilweise, was du hier jedes Mal, wenn du hier bist, haust du da einen mega rein und. Wirklich, ich weiß ja teilweise echt nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Außer, danke dir, wirklich. Wirklich, wirklich danke von ganzem Herzen. Sound resumed. Hi. Und überlegt sie in den Müll zu werfen, dass Manuelsen sie mal entsorgen kann. Aber die Manuelsen-Müllabfuhr, die funktioniert nicht so gut, oder? Holt er was ab? Nee, der ist nur einmal in der Woche da. Ja, ich glaube, die Müllabfuhr, die leert gar nicht die Müll, aber. Einmal die Woche müsste halt, ne? Müssten wir so Pläne müsste überall hinhängen. So wie in Real Life, wo steht, wann die Müllabfuhr kommt. Alles klar. Gelber Sack. Ja, da gibt's ja gar keinen Nether Quartz mehr. Wir hatten das alles stibitzt.
Stibitz vor. Early Boy, das Projekt läuft schon seit über einem Monat. Fuck. Ich wollte sagen, so nach zwei Tagen war halt schon kein Quarz mehr. Bloß dich mit der Rüstung in Lava, Early Boy. Ich raste aus. Dann raste ich wirklich aus. Digga, wenn du damit stirbst, ne? Nee, ich überlebe. Ich schwör dir, ich helf dir nicht mehr danach. Nee, alles gut. Warum hänge ich mich nicht einfach an die Zombie-Farm? Ich da unten, ich voll Idiot. Wäre viel sicherer, nicht so gefährlich wie der Nether. Kann man den, kann man traden gerade bei den Villager für Mending? Also kann man da gerade noch Papier traden? Ja. Ich muss Mending auf mein Schwert machen, sonst. Ach, ich freue mich schon auf mein warmes Bettchen nachher. Dann gucke ich ein bisschen Herr der Ringe weiter. Ich spiele nachher Nintendo 3DS. Ja, greif mich an. Bau mal eine Nano-Farm. Was? Bau mal eine Nano-Farm. Leute, ich baue mal bestimmt bald eine. Aber im Moment ist das hier eine gute Methode, um das auch schnell zu bekommen alles. Ah, komm, ja. Ach, komm mal. Oh, shit. Was ist denn eine Nano-Farm? Damit kannst du sehr schnell, ja, wenn du irgendwas brauchst, Getreide oder sonst was hochziehen. Okay. Ach, du meinst das mit dem Redstone-Gedöns da. Und dem Boromir. Boromir? Geiles Geräusch beim Verzaubern auch, ne? Hier gibt's Geräusche? Ja, es macht dann so ding. Ich kann's nicht beschreiben. Gut, ich geb's auf, Nether Quartz zu farmen, das bringt mir nichts. Du musst ein neues Nether-Portal machen, irgendwo im Nether, wo du weit wegläufst und das irgendwo hinmachst, weil da wirst du nichts mehr finden. Ja, ich farm woanders irgendwas anderes, das bringt mehr als... Ja, ich weiß, dass bei der LS17-Folge heute leider ein unscharfes Bild war, Leute, in dem, in der Timelapse. Tut mir leid, ich habe da wahrscheinlich bei den Effekten den einen Point falsch gesetzt. Ich gehe mal zu Eve. Was? Ich hab Angst, warum? Warum nicht? Oh, das ist so krass, wenn du aus der Mobfarm rauskommst, wenn plötzlich so dieses Gebrüll von den Zombies aufhört und denkst du so, wow, krass, meine Ohren bluten ja kaum. Reparier doch deine Spitzhacke, ja, da bin ich bei, Leute. Hallo! Hallo! Und jetzt? Hi. Oh. Alles klar, Early Boy. Alles klar. Das ist auch schon wieder hier alles. Ja, ich weiß, die Pickaxe sollte ich kaputt. Ey, aber mal eine Frage an euch jetzt, ne? Ich habe das heute nämlich auch schon Zander gefragt. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Abo-Box momentan spinnt bei YouTube? Auf jeden Fall. Im Moment ist YouTube komplett im Arsch. Ich hab heute, es gibt ja hier diese Echtzeitaufrufe, ne? Ich habe in 14 bis 15 Uhr irgendwie 25.000 Aufrufe gemacht, ne? Und 15 bis 16 Uhr 4.000. Ich denke mir so, alles klar. Was ist denn jetzt los? Mein gesamtes YouTube ist im Moment komplett im Arsch. Auch beispielsweise Videos, die ich hochlade, sind nach dem Hochladen komplett verschluckt und existieren nicht mehr. Und generell, du hast sehr oft, dass du Leute abonniert hast und eigentlich hast du sie doch nicht abonniert. Also du verlierst deine Subs. In dem Sinne. Ach, das erklärt auch, warum manchmal ich Abonnenten gelöscht bekomme oder wieso. Ja, ja. Moment ist der Hackfuck. Hoffentlich fixen die den bald. Wo ist denn die Mob-Farm? Welche denn? Es gibt die, zwei. Keine Kevin? Ahnung, ich weiß. Eine. Irgendeine. Kevin? Die, mit Skeletten oder mit Zombies? Egal. Ja, bitte? Du hattest ja auch mal das eine Problem, wo deine Folge markiert wurde als werbeunfreundlich, oder? Ja, aber die ist jetzt mittlerweile wieder zurückgesetzt. Ja, ich habe auf überprüft, dass es überprüft werden soll. Das war am selben Tag hatte ich das auch. Early, warte, ich zeig dir mal die Zombies. Bei mir war die einfach für 2-3 Tage, war das so. Aber ich habe noch nicht mal irgendwas angeklickt oder so dort und dann war die auf einmal wieder als werbefreundlich. Ja, bei mir war das auch vorgestern in der Varo-Folge. Bei mir und bei Weiß, sofort nach dem Hochladen. Danke. Genau, da war eigentlich dieses Häuschen drum, aber das ist ja leider hier dem Terrorzimmer vorgefallen. Ja, das hat mir gefehlt, deswegen habe ich auch nicht gefunden. Die Aufrufe werden teilweise sogar eingefroren. Die gehen nicht weiter, obwohl die Leute sich das Video angucken. Echt? Doll. Okay.
Ja, sagt jemand gerade, dass das wohl schon einige YouTuber gesagt haben. Ja, gerade ist groß Randale. Ja, selbst PewDiePie hat sich auch krass beschwert. Ja, selbst PewDiePie macht sogar Theater. Ich bin mal gespannt, ob er seinen Kanal löscht. Wenn er das tut, gell. Es fehlen ihm noch, oha, 19.000 Abonnenten. Dann hat er die 50 Millionen. Ich sag mal so, ich glaube, selbst dann, wenn er den löscht, ne, das juckt ihn gar nicht mehr. Also PewDiePie ist, glaube ich, jemand, der macht nur noch YouTube einfach so nebenbei, weil er Bock hat. Guckt euch mal das an, wie die Abozahl steigt. Das wäre ein Traum, gell. Der macht teilweise in einem Tag die Abonnenten, die ich manchmal, weiß ich nicht, ey, in einem Monat mache. Guck dir einfach mal das an, was ich gerade geschickt habe. Warte. Wie das durchrattert. Ja, ja. Er ist ja normal bei dem. Ja, das läuft gut. Ja, jedes Mal, wenn jemand einen YouTube-Account erstellt, bei den meisten ist er dann automatisch abonniert. Alter. Ja, aber da ist halt das Ding, es haben ihn so viele Leute abonniert und er kriegt halt 2 Millionen Views auf seine Videos. Ja, warum? Ja, das ist schon echt heftig. Das kann ich sagen. Weißt du, bei 20 Millionen Views würde ich es verstehen, okay. Aber doch nicht 2 Millionen bei 50 Millionen Burundi, Abonnenten. Burundi, dankeschön für deinen Sub. Willkommen bei den Zaberster und Zabersterinnen. Schön, dass du da bist. Es ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Ach genau, unten musste ich ja traden. Wie kann man, egal. Alter, der knackt heute noch die 50 Millionen. Wird er auf jeden Fall. Wie cool ist das denn? Hallo! Alter. Hallo! Es ist so geil! Ah, das ist so cool! Yves, warum gehst du? Cool. Ja, ich geh jetzt auf. Ich geh noch ein bisschen auf die Couch. Ein bisschen chillen. Deswegen bisschen Pokémon spielen? Ja, Pokémon spiele ich. Pokémon Mond. Oh, ich hab auch Pokémon Mond. Cool. Sound muted. Ah, Spritburn ist da. Moment. Citro, danke dir für deine weitere Spende. Ey, das ist nicht mehr normal schon wieder mit dir heute. Ja, wie gesagt, wirklich danke für deine Spende und schön, dass du dabei bist und hier jedes Mal mich so unterstützt. Das ist echt mega, mega, mega nice. Spritbirne! Guten Tag. Hilf, Mann! Das ist echt heftig. Jetzt sind es nur noch 18.000. Ich meine, guck mal, er hat ausgesorgt für sein Leben. In dem Sinne könnte es ihn auch nicht mehr jucken. Ja, der hat 15 Millionen, glaube ich, dieses Jahr gemacht. Hat irgendwo irgendjemand geschrieben oder. Überhaupt 15 Millionen. Ja, auf jeden Fall mehr Millionen. Als genug. Dann braucht ihr die Infos. Ja. Kevin, was machen wir denn jetzt noch hier Produktives? Ich bin jetzt gerade noch was für dein Schwert am Machen. Ui, mein Schwert? Ja, ich mache dir noch was für dein Schwert. Uiuiui. Ich muss jetzt irgendwie was zu essen organisieren. Was wollte ich noch machen? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte meine Pickaxe reparieren. Nur wie? Ich brauche Level. Nur wo farbe ich die am besten? Gibt es hier irgendwo eine Farm, um irgendwie großartig war der Leute? Zu farmen? Nee, das war der auch nicht. Dann war das, glaube ich, der hier. Ja. Wo habe ich jetzt die Bücher hingetan? Sind die berühmten 301 Aufrufe wieder da? Nein. Eigentlich nicht. Sollten. Das war noch Zeiten. Ich nehme mir noch ein Buch bei Spark, dann weiß ich, dass ich genau 20 von ihm mir geliehen habe. Die kriegt er dann morgen wieder. Bibidi. Geht hier nur irgendwas? Nein, ansonsten ist das Haus wieder repariert halbwegs. Equipment hast du ja auch so halbwegs wieder, ne? Ja. Okay. Ja, das reicht auf jeden Fall. Tolle Arbeit. Und da ist jemand müde. Zusammen. Ja, so ein bisschen, ne? Da muss Holz rein. Wer ist der Typ mit dem nicen Akzent? Wen meinst du, Monster Merlin? Mama, was wollte ich denn machen? Ich weiß es nicht mehr. Was denn? Was ist denn? Kriegt man denn am besten, am idealsten irgendwo XP her?
Mobfarm. Ja, das dauert so lange. Nö, geht eigentlich. Ich muss nur ein bisschen Geduld haben. Zombiefarm, wo ich gestanden habe, hat Ewigkeiten gedauert. So, Early Boy, komm mal her. Wo bist du? Ja, ich bin an dem Kackhaufenhaus. Jetzt bin ich bei dir in der Bude. Ich warte da, ja? Ja, ich komme gerade. So. Von dem Zombie umgenietet. Der immer gell sagt. Gell? Sagst du das immer? Sagst du das immer, Early Boy? Nee. Eigentlich nicht. Hi. Okay. Keine Ahnung, wer immer gell sagt. Vielleicht bin das sogar Balui, ich. Glaube ich. Ui. Oh, warte. Und das kannst du auch noch nehmen. Verzauber dir das aber vorher zur Sicherheit noch einmal. So, und hier hast du auch noch ein Buch dahinter. So, Kevin, leck mich am Arsch. Danke dir. Kein Problem, Early Boy. Oh. Jetzt save ich mir jetzt erstmal alles. Ach, ich PewDiePie gegangen, nur noch 16.500, okay. Also, ich wäre auch froh, wenn ich so schnell mal jetzt ein paar Abonnenten bei mir reinbekomme. Ja, mach mal, Leute. Haut mal Rinder. Hast du eigentlich mitbekommen, Early Boy? What? Ich hab die 300.000 letztens geknackt mit der Community. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Ich hab am 1. Dezember letzten Jahres 100.000 Abonnenten geknackt. Und dieses Jahr am 1. Dezember 300.000. Nochmal was? Ich habe letztes Jahr mit der Community am 1. Dezember 100.000 geknackt. Ja. Und dieses Jahr haben wir 300.000 geknackt. Also genau ein Jahr haben wir gebraucht für 200.000 Abos. Das ist gut. Das ist eine Menge. So. Dann haben wir ja gute Taten hier heute vollbracht, Leute. Kevin auf jeden Fall, ja. Das sind andere Leute nicht, ne? Aber trotzdem tut mir Zander sehr, sehr dolle leid. Warum? Weil der arme Dude sein Lager einfach komplett verloren hat. Ja. Ich sag ja, das war ewig. Werde nämlich auch die ganze Zeit mein Haus. Wie bist du hier so schnell hingekommen, Early Boy? Und ich bin noch viel später als du losgegangen. Ja, das zeigt mir gerade, ich sollte vielleicht auch öfters mal fliegen. Ist halt einfach komfortabel. So. Ja, ich werde mal gucken, dass ich bei Zander auch ein bisschen morgen oder so mache, Leute. Heute ist mir das dann doch ein bisschen noch zu spät. Ich wüsste gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld von PewDiePie anstellen sollte, außer spenden. Oh, glaub mir, wenn du das Geld erstmal hast, Kim, dann weißt du eine Menge, was du damit machen kannst. Yep, erstmal den Puff. Bitte? Erstmal den Puff. Ey. Ich glaub nicht, dass die Kim in den Puff gehen muss, Early Boy. Das war ein Scherz, Kevin. Ja. Digga. Sowas kommt, wenn, von Revi, aber nicht von dir, Early Boy. Ja, okay, dann gib das Geld halt für Einhörner aus. So, haben wir okay, das so. Ja, das finde ich schon viel besser. Ey, Digga, ich hab doch grad deinen Kollegen erst getötet. Warum kommst du jetzt noch? Juckt ihn nicht, das ist halt, ne? Wenn einer kommt, kommen sie direkt alle. Boah, Zander, tut mir richtig leid, Junge. Das ist voll übertrieben bei dem gewesen. Kevin, wollen wir dem noch irgendwas basteln? Nein, ey, wir trollen den jetzt nicht, nee, oder nicht, so. Nicht trollen, sondern ihm eine Freude machen. Ihr habt keine Ahnung, was. Nee, ich würde sagen, wir lassen das erstmal. Ich guck mir morgen erstmal in Ruhe ein Video an, wo der das Haus gebaut hat. Und versuch dem das da eins zu eins hinzuzimmern wieder. Oder so. Jetzt habe ich auf jeden Fall immer wieder was zu futtern. So. Ah, oh, jetzt kann ich irgendwie was futtern. Okay. Early Boy, bist du jetzt noch ein bisschen online oder hörst du gleich auf? Ich
bin jetzt erstmal noch online. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mache. Ich überlege mal, was ich will auf jeden Fall noch jetzt. Okay, weil dann packe ich dich jetzt nämlich in den Host. Nice. Ich werde meinen Livestream nämlich jetzt beenden. Okay. An meine Subscriber, ganz kurz die Info. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch in Discord kommen. Wenn ihr Bock habt, können wir entweder ein bisschen schreiben oder quatschen. Also die Subs, ne? Für die Leute, die Subscriber sind und noch nicht auf dem Discord sind, ihr müsst einfach, wenn ihr subscribed habt, Discord mit eurem Twitch-Account verbinden und dann kriegt ihr automatisch Zugang zum Sub-Channel bei mir auf Discord. Ja? Dann könnt ihr gleich mit mir da ein bisschen schreiben oder quatschen, wie ihr Lust und Laune habt, ne? Ich guck mal, ob ich da gleich da bin. Und, ja. Gut. Da bedanke ich mich für den schönen Livestream. Early Boy, ich bedanke mich auch bei dir. Ja, ich bedanke mich. Ja, kein Problem. Für die Hilfe, für die Unterstützung hier, das, hier mit der Rüstung. Ja, kein Thema. Und dann packe ich den Early Boy jetzt in Host, Leute. Also alle rüber zum Early Boy. Lasst einen schönen Gruß da. Und dann sehen wir uns morgen wieder um 16 Uhr. Machen wir. Ja. Bin, denke ich mal, morgen um 16 Uhr da. Macht's gut, Leute. Tschüss. Und tschüss an dich, Early Boy. Tschüss, Kevin. Danke. Ciao. User disconnected from your so, dann gehen wir mal rüber bei mir wieder auf den TeamSpeak. Stellen wir uns jetzt mal hier ganz kurz hin. Ich guck mal ganz kurz, was bei mir auf dem TeamSpeak generell so gerade abgeht. Okay. Hier sind auf jeden Fall eine ganze Menge Mansions. So. Kevin ist noch hosting hier. Okay. Ich möchte auf jeden Fall noch irgendwie was tun, weil das war mir zu unproduktiv heute. Ich möchte auf jeden Fall irgendwie meine Pickaxe reparieren. Ich weiß aber noch nicht wie. Und dann überlege ich mir, ja, wie kommen wir an XP? Das wäre halt das Wichtigste. Ich würde halt gerne schon irgendwie mir die Sachen verbessern. Haus steht da jetzt wieder erstmal. Sand bräuchten wir auch auf jeden Fall. Da müsste ich auch irgendwie, wo kriege ich denn am besten Sand her? Eigentlich hier, ne? Das könnten wir uns ja theoretisch einfach so abbauen. Ui, hier ist auf jeden Fall irgendwas explodiert. Das sehe ich direkt. So sah es nämlich anfangs nicht aus. Oh, hier können wir direkt abbauen, stimmt. Okay, dann können wir hier den Sand ein bisschen eben mitnehmen. Wir sind schnell unterwegs hier im Wasser und können auch etwas länger atmen und können auch hier schnell abbauen drin. Deswegen nichts Problem, nehmen wir da alles eben mit. Und die Musik gefällt mir gerade die ganze Zeit einfach absolut nicht. Mal gucken, die komplette Musik gefällt mir so die letzten eineinhalb Stunden nicht. Nehmen wir mal das hier. Jetzt erstmal wieder da oben. Farm hat, noch Zander eine Farm hat, dann gibt es noch die da hinten und dann hier die bei Klim. Wie viele Spawner sind denn hier bitte auf so kleinem Raum? Ich mach das Mikro ein Stück weiter weg. Auf so kleinem Raum, das ist echt krass. Cool. Wollen wir hier mal ein Stück was leeren? Damit der Klimmi das hier nicht alles überläuft. Und der seine Hühnerfarm da weiterläuft. Hat der nicht auch hier irgendwo eine Zombie-Farm? Ich erinnere mich daran. Ah. Ja, klar hat der. Hier sind wir ja schon. Genau, doch, die hat er ja. Hab ich doch gesagt, der hat die noch. War nicht blöd. Ich sehe die großartig Schaden. Nee, das leider nicht. Die repariert sich halbwegs mit. Wenn es nach mir gehen würde, könnte die sich ein bisschen mehr mitbringen. Oh Moment, werden die denn hier geschreddert oder was? Ah, okay. Ah, das hat schön geil umgesetzt. Na, scheiße, sind die beide gestorben. Aber es funktioniert auf jeden Fall schon mal besser. Ich müsste theoretisch einfach nur farmen gehen. Und dann sollte die Pickaxe ja vernünftig sein. Dann muss auf jeden Fall noch Fortune drauf.
Jim, den ich aufhören kann ich dir packen, genau. Ja, das funktioniert, stimmt, da habt ihr recht. Wer hat denn das geschrieben? Smite VLP. Nee, Smite TVLP. So war das, danke dir. Da bin ich gerade gar nicht überhaupt drauf gekommen. Okay, jetzt will ich mal trotzdem gucken. Eben in einer Ender-Chest, ob ich denn, Dingens besitzen tue. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich nur wüsste, wo hier die Ender-Chest ist. Hier ist blöd, Flimmy, wir sitzen auf der Ender-Chest. Wo hat Flimmy denn seine Ender-Chest? Bin ich jetzt ganz blöd? Frommarsch! Das Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! Oh Gott, was ist das denn hier alles? Ach, das ist meine Dingenskiste. Genau, hier habe ich ein paar Sachen gesichert gehabt. Die nehme ich mir auch gleich direkt wieder mit, bevor sich gleich irgendwer beschwert. Das sind meine Sachen. Die habe ich mir gesichert, bevor mein Häuschen gesprengt wurde. Zur Sicherheit. Stimmt, hier ging es hier hin, genau. Ich erinnere mich dran. Das sieht auf jeden Fall mega schön aus, was Slimmy hier gebastelt hat. Jetzt müssen wir aber gerade mal gucken. Wo ist denn hier der die Ender Chest? Wieder wahrscheinlich hier oben, ne? Ja, klar. Haben wir irgendwo Forge? Habe ich die jetzt gerade rausgenommen? Ja. Haben wir hier Fortune? Fortune 2 haben wir hier. Das ist natürlich schon mal ein nicht schlecht. Und da können wir Sharpness 5 draus machen auch. Ja, perfekt. Dann machen wir das auch. Vorbringen wir die da unten nochmal um. Und dafür brauche ich auch eine Menge Level. Die müssten wir erstmal theoretisch farmen. Warum soll ich denn die Rüstung ausziehen? Warum soll sich denn die Rüstung nicht mit reparieren? Weil wenn die Rüstung auf jeden Fall komplett repariert ist, dann repariert die sich ja nicht mehr. Die saugt ja nur auf, wenn sie, wenn sie aufsaugen kann. Ich werde auch die Rüstung, wenn dann Heiler haben. Hallo, Zombies? Das dauert halt alles so lange. Das ist halt auch mega ätzend. Was mache ich denn am besten? Ach, hier ist noch gar kein Manning drauf, sehe ich gerade. Die Frage ist halt, was mache ich? Dann verzauber ich dieses Schwert weiter. Das hat ein Knockback drauf. Und Knockback würde ich halt ungern drauf haben. Geht zur Skelettfarm im Wasser hinter Tim. Hinter Tim ist noch eine Farm. So, Kram, den ich nicht mehr haben möchte. Das brauche ich auch nicht, das brauche ich auch nicht. Weg damit. Papier kann man gut gebrauchen. Am Blazeport aber halte ich auch mal. Und das kann ich jetzt mir eben in die Fresse schlagen. Ich brauche auf jeden Fall Infinity. Für meinen Bogen. Wie lange geht das Stream noch? Ich weiß noch nicht. Da gucken wir mal. Feather Fall, Protein Protection. Für den Notfall natürlich nicht schlecht, das Ding. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Soll ja ein Problem sein. Leute, haut mir mal Fragen oder so in den Chat, dass wir mal ein paar Themen haben. Ich bin gerade echt ein bisschen fertig. Dass wir mal ein paar Themen haben, worüber wir so quatschen können. Frommarsch! Das Frommarsch! Frommarsch! Ja, Frommarsch! German Let's Play! Danke! Erstmal seit 8 Monaten ist er jetzt Subscriber. Oder hat er jetzt auf einmal für 6, 8 Monate subscribed? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, German Let's Play, danke dir!
Und schön, dass du hierbei bist und danke für deine Unterstützung. Danke dir. Bin dir abgeschleckt. So, die Rüstung ist auch fast wieder voll. Und die hätte 202. Das reicht eigentlich. Das ist, ne, eigentlich... Hätte ich Bock, mit Thunder Rainbow Six Siege zu zocken? Natürlich, eigentlich schon. Warte mal, ich frag den mal, wie es bei dem aussieht. Da kommen die nächsten Herrschaften. Vielen lieben Dank. Machst du wieder bei Legend mit? Ja, werde ich. Da bin ich auf jeden Fall dabei und da ist auch relativ zeitnah die erste Aufnahme. Ich schaue ja bei dir, Varus, hier und wollte fragen, ob ihr mal Bock habt, jemanden zu snipen. Dazu kann ich euch nur so viel sagen. Wir hatten eigentlich heute vor, etwas zu machen. Allerdings, heute sind wir einem anderen Team begegnet. Das Ganze werdet ihr morgen sehen. Schaut es euch an, ist echt... Das war gar nicht so geplant und wir dachten die ganze Zeit, das wäre nur ein Scherz. Und auf einmal ist da etwas außer Kontrolle geraten. Guckt's euch an, die Folge kommt morgen und war echt, ich war echt mega im Panik. Mehr werdet ihr euch nicht freuen. Hast du irgendwann vor, noch andere Spiele zu bringen? Ich bringe eigentlich andere Spiele. Im Moment komme ich da aber nicht so zu, viele andere Spiele aufzunehmen. Das packe ich im Moment zeitlich nicht. Aber jetzt, die nächsten Tage, möchte ich wieder mehr aufnehmen, auch andere Games, dass da auch mal wieder was Neues kommt. Weil auf Dauer ist es langweilig, wenn es immer nur das Gleiche ist. Wie ich mich erschrocken habe, wechsel ich in die Unterhose. Okay, wollte ich gar nicht wissen, aber danke für die Info, Mr. Drache. Ja, was mit Varo ist, wie gesagt, lasst euch da überraschen, das Ganze seht ihr morgen. Morgen um 14 Uhr. Hast du schon Pläne für Silvester bzw. Neujahr? Nein. Jetzt gerade im Moment noch nicht. Abwarten. Okay. Also für mich selbst. Ich weiß gerade noch nicht genau, was wie wo ansteht. Aber gucken wir mal. Wann kommt wieder GTA? Heute war die GTA-Aufnahme. Ich habe mich stattdessen entschieden zu streamen. Sonst hätte ich GTA aufgenommen. Und die nächste GTA-Aufnahme ist halt erst nächste Woche Donnerstag. Wir kommen mal gut voran. Guck mal, ich habe auch schon Level 10 erreicht. Schreibt mal der ein oder andere mal bei Zander in den Chat, dass er mal in WhatsApp schauen wollte. Weil habe ich ihm nämlich geschrieben. Dann brauche ich eine grobe Antwort von ihm. Warum kann ich den denn hier umliegen, verdammt? So, auf jeden Fall, ich sehe es gerade. Danke an alle, die geschrieben haben bei Zander in den Chat. Würdest du, wenn du einen gezeichneten Fanart für Merch verwenden? Es kommt immer darauf an, ob das dafür geeignet ist, ob das passt, ob ich damit zufrieden wäre. Natürlich, wenn das wirklich, wirklich cool ist und ich sage, boah, das würde auf einem T-Shirt mega cool passen, dann natürlich. Aber das ist alles nicht so einfach. Also die Möglichkeit besteht natürlich, aber trotzdem, das muss dann vielen Kriterien auf jeden Fall entsprechen, damit das so ohne weiteres geht. Geh in den Nether Quartz Farm. Habe ich versucht, da ist nirgendwo großartig Quartz und ich will jetzt nicht Ewigkeiten durch den Nether dümpeln. Bis ich da irgendwas finde.
Ich bin nämlich vorhin schon 10 Minuten durch Nether gelaufen und hab da kaum Quarz gefunden. Wo ist denn die Base von Skate und Klum? Ich bin doch gerade bei Klum. Und hier bin ich ehrlich gesagt sogar ganz zufrieden. Und ich glaube, das reicht auch erstmal. So, jetzt gehen wir nämlich mal wieder raus, bevor wir jetzt den Rest des Abends hier noch stehen. Du sollst zuerst kommen, sagt er. Moment. Gehen wir mal rüber. Connected. Hä? Mir direkt den Klick gegeben. In diesem Badezimmer. Sander? Ja. Wollte ich Teams bekommen, oder? Ja. Ja, und habt ihr Platz, oder? Streamst du noch, oder was? Ich bin noch am Stream, ja. Ja, dann kannst du gleich gerne mitspielen. Wann ungefähr? Wir spielen jetzt noch eben das Rank-Match zu Ende und dann müssen wir gucken, dass wir dann irgendwie ein bisschen umstrukturieren. Okay, also so 10, 15 Minuten habe ich noch. Ja. Okay. Genau. Nimm mal bitte. Ah. Nicht. So. Muted. Gut. Hey, gleich. Dann gesell ich mich einfach so lange hier oben. Ach. Reiz. Hallo. Hi. So, das. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, Icy ist beschäftigt. Kann das sein? Ja. Okay, okay, okay. Dann verbiete ich mich wieder. Mehr Informationen. Wo finde ich den Scheiß? Ich weiß es nicht. Sound so, muted. Okay. Die sind alle beschäftigt, oder? Was ist heute für ein Chaos-Tag? Heute sind alle beschäftigt. So, was wollte ich jetzt machen? Hinter Klim beim Wasser. Early kann man schon Unterhosen kaufen. Das war ein langes Thema. Hätte ich damals echt gern gemacht. Leider hat mein Shop da leider nicht mitgezogen. Wenn aber irgendwann vielleicht nochmal so ein Hype entsteht in der nächsten Zeit, dann habe ich auf jeden Fall mit Elfsa da auf jeden Fall die Möglichkeit, dass sie sowas machen würden. Apropos Merch. Leute, wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal, meint ihr das Ding da hinten? Oder das da hinten? Ich glaube da hinten, ne? Wenn ihr mal Bock habt auf Merch, schaut einfach mal in dem Chat rein. Es gibt nämlich aktuell Wundertüten von mir zu kaufen. Was da drin ist, verrate ich euch natürlich nicht, weil sonst ist es ja keine Wundertüte. Die Wundertüten, die sind auch gerade, gehen auch gerade überall raus. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall mal zuschlagen, wenn ihr darauf Bock habt. Hier oder was? Wo sind denn hier gelandet? Okay. Was ist denn das hier? Das ist auf jeden Fall von Skate. Team Shrimp Hauptquartier. Okay. Oben XP-Modus und Loot-Modus. Okay. Ui. Pfeile klaue ich mir mal. Ich glaube, Pfeile haben die mehr als genug, die Herrschaften. Ja, haben sie. Was ist das? Nicht. Okay, hier kommen die dann wahrscheinlich raus. Aber warum soll die denn effektiver sein? Bis jetzt sehe ich ja noch nichts. Hier kann man auf jeden Fall ein Redstone-Signal aktivieren. Das geht dann nach oben. Okay. Ah, sieht schön aus hier. Nether-Portal gibt's auch. Warum funktioniert das denn nicht? Das nur aus Eisenblöcken. Da müsste auf jeden Fall normalerweise mehr Jump Boost sein, oder irre ich mich da? Oder ist es kaputt? Ich habe keine Ahnung. Machst du bald auch mal Handyhöhlen? Handyhöhlen gibt es bei Apps an meinem Shop. Schaut einfach mal vorbei. Wie gesagt, Link findet ihr direkt unter streamshop.early.tv oder im Chat. Und den Whitelist-Link für den Subserver, der funktioniert leider im Moment nicht. Ich hoffe, dass der bald wieder funktioniert, weil es ist natürlich im Moment ein bisschen blöd, dass der nicht geht. Aber kann ich leider nichts dran machen im Moment. Ach, komm schon mal an. Scheiß Skelette hier. Ja, so viel effektiver ist sie nur auch nicht, Leute.
Bei Zombie, die war genauso effektiv. Kommst du aus dem Ruhrpott? Nein, ich komme ganz oben aus dem Norden, aus Bremerhaven. Erik, danke für den Euro. Und nein, sowas kann ich nicht machen. Oh, da kam noch einer. So. Jetzt ziehen wir mal wieder nach draußen, weil das hier wirklich, Leute, das so effektiv ist das nun auch nicht. Ich hab gedacht, das wäre effektiver, aber so krass effektiv ist es jetzt nun auch nicht. Deswegen gehen wir wieder nach Hause. Wann machst du Facecam und Varo? Hab ich die ganze Zeit vor. Ich hoffe dadurch, dass ich da jetzt endlich zu komme in der nächsten Zeit. Weil das Problem ist, dafür brauche ich ein anderes, bisschen anderes Setup hier. Und das muss ich mir jetzt langsam mal organisieren. Da muss ich nochmal gucken die nächsten Tage. Weil das wäre alles im Moment viel zu spontan, weil ich im Moment da nicht zu komme, mich da so mit zu beschäftigen. Weil ich bin im Moment sehr viel unterwegs und muss es gerade irgendwie zeitlich schaffen. Bei der brauchst du nur, aber nur noch einen Schlag, nicht wie bei den Zombies, ja gut, also ob da ich da jetzt ein paar Schläge mehr mache, das ist mir eigentlich Wumpe. Ja, ich wohne noch in Bremerhaven und da befinde ich mich auch jetzt gerade. Komm mal nach Lübeck. Nein, was soll ich denn in Lübeck? Wenn man jetzt die Wundertüte bestellt, ist sie dann noch vor Weihnachten da. Ich kann dir nicht garantieren, wann sie da ist, aber wenn du sie heute bestellst, hast du sie auf jeden Fall bis Montag da, denke ich. Montag oder spätestens Dienstag. Ich glaube, innerhalb von 2-3 Tagen hast du die Sachen auf jeden Fall da. Da kann ich dir zusagen. Die sind da recht flott, die Jungs von Elbster. Deswegen bin ich auch mit Elbster super zufrieden, weil die sind so flott unterwegs und die sind so flexibel und die machen so coole Sachen. Ich bin da echt super zufrieden. Ich höre nochmal eben die letzten Sachen, die ich da drüben in der Kiste hatte. Habe ich ganz vergessen. Weißt du, warum man Varo 4 nicht streamen darf? Wegen Vorteil oder was? Nein, Varo 4 darfst du einfach nicht streamen. Weil, was hat das denn für einen Sinn, wenn man streamen dürfte? Das ist ja ein YouTube-Projekt. Und es ist ja auch dafür da, dass wir unter YouTube uns die ganzen Leute da teilen. Und erstens Stream, wenn man jetzt 2 Stunden Varo streamt, dann ist Varo direkt vorbei. Jetzt kannst du komplett in die Tonne treten. Wo ist denn die Kiste, verdammt? Die habe ich doch hier hinten. Dann ist Varo auch direkt vorbei, das kannst du echt knicken. Und, bin ich jetzt blöd? Ja. Schaffarm, Nether-Expedition, Temple Rain, Temple Trockenling, Turm bauen. Unter Wasser. Ach, der hat sich eine To-Do-Liste angelegt. Es geht einfach darum, es ist erstens, es ist halt, wie gesagt, ein YouTube-Projekt. Und der Sinn davon ist halt nicht, das Ganze zu streamen, sondern halt das Ganze aufzunehmen. Und wenn man das Ganze streamt, dann ist halt immer live bekannt, was gerade passiert ist. Und wenn jetzt jemand verreckt, dann weiß es sofort jeder und nicht, als Beispiel, ich und Dadosch nehmen heute unsere, haben heute unsere, was weiß ich, als Beispiel, wir nehmen heute unsere 12. Folge auf. So, die 12. Folge kommt bei uns erst, heute ist Donnerstag, die ist raus, Freitag, Samstag, Sonntag. Die 12. Folge werde bei uns erst am Sonntag kommen. So, und dann killt uns jemand in der 12. Folge, hat das gelivestreamt. Dann weiß jeder direkt Bescheid und kein Schwein wird sich das mehr bei uns großartig angucken, weil die alle das schon mitgekriegt haben. Es geht einfach darum, dass die Welt nicht alles sofort erfährt, sondern dass sie das alles ein bisschen zieht. Und das Problem ist halt auch, es gibt viele Leute, die dabei sind, die einfach nicht livestreamen können. Und die haben dann einfach einen mega Nachteil, weil die halt auch nichts von der Reichweite in dem Sinne dann haben. Weil die haben dann einfach einen mega Nachteil dadurch. Die warten noch bei Elbster auf eine Lieferung. Das zögert sich alles raus. Moment. Steht das da auch? Was haben wir denn hier? Flame möchte ich auf jeden Fall drauf haben. Sharpness 5 würde ich mir hier drauf packen. Mending auf jeden Fall. Hier haben wir Unbreaking 3. Hier haben wir nochmal Unbreaking 3. Sharpness. Flame wir für den Bogen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Die Samen packen wir hier erstmal rein. Steht das hier irgendwo bei? Mal ganz gucken. Also eigentlich müsste auch die Autogrammkarten, das war nämlich das letzte, worauf die eigentlich warten mussten, vorbestellt zum ersten 12. Ja, also die müssen eigentlich auch rausgehen im Moment.
Ja, die Autogrammkarten haben sie auf jeden Fall da. Warst du schon mal in Österreich? Nein, ich glaube nicht. Das wusste ich, glaube ich, auch noch. Perfekt. So, Manning muss auch noch drauf, wie Idiot, habe ich ganz vergessen. Danke an Kevin für die Manning-Bücher. Zack, haben wir das auch. Ein besserer Bogen wäre natürlich geil. Weil meiner ist ja am Arsch. An gewissen Leuten. Haben wir denn hier Power 1 und mehr als Power 2, dann hätte ich schon mal Power 3. Zumindest. Das sind 4. Das sind 4. Okay, das kann ich schon mal nicht machen. Wenn ich genug Level dafür habe, packen wir mal hier hinten rein, den Kram so lange. So, aber ansonsten haben wir das jetzt erstmal durch. Gut, ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss mit Craft Attack und wechseln jetzt rüber zu Rainbow Six Siege, weil ich habe echt, das war echt mega anstrengend heute. Ich wollte eigentlich produktiver sein, hatte was anderes geplant, aber diese Eskalation hier heute war, dass alles gesprengt wurde und allen drum und dran, das zieht auf Dauer natürlich auch ein bisschen an der Stimmung. Ich muss mal gucken, dass ich nämlich nochmal mit einem besprechen, dass wir das in Zukunft ein bisschen anders machen, dass wir nicht jedes Mal bei jeder Kleinigkeit hingehen und bei dem anderen irgendwas komplett zerstören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so abgefuckt und hab's auch gar nicht eingesehen, weil Revi hat da Zanders Haus komplett abgefackelt, ne, obwohl er es nicht zugegeben hat, Punkt 1. Dann hat er dafür gesorgt, ohne Grund, ich stand nur neben ihm und hab gerade selber was gecraftet und was zusammengebastelt. Dann geht er hin und greift mich an, fordert mich da heraus, tötet mich, ich verliere alle meine Sachen dadurch. Wo ich froh war, dass ich die endlich zusammen hatte, ne, und ich sage ihm, ich gehe die wieder haben, also er gibt die Patrick. Klar, dann habe ich halt sein Haus in die Luft gesprengt, dann geht er und sprengt mein Haus in die Luft und ne, dann kommt eins zum anderen, jeder will einen oben draufsetzen. Nur zieht das halt auch krass dann an der Stimmung und das habe ich halt selbst gerade auch sehr hart gemerkt, das ist halt an der Stimmung. Weil, wo Revi dann weg war und allen drum und dran, da dachte ich mir, okay, was macht man denn jetzt, die Stimmung ist jetzt so ein bisschen im Arsch. Und deswegen ist die Produktivität auch nicht mehr da. Deswegen habe ich halt eher Bock, mal ein bisschen was anderes zu spielen jetzt. Und das wäre Rainbow Six Siege. Ich hoffe, dass ihr dran bleibt. Wie die auf YouTube nachträglich geschaut haben, schon mal tschüss.